unterschreiben. So, und dann sagst du jetzt einfach laufen lassen. So. Genau. Wir lassen dann einfach, wir lassen schon einfach laufen. Das hast du ja gesagt. Ja. Einfach laufen. Genau. Lassen. Und wenn der Ton richtig gut ist, ne? Also ich rede gerade darüber, wir könnten auch eigentlich immer, wenn wir uns einmal in der Woche donnerstags treffen, wie lange ist das? Immer 2 Stunden? Ungefähr, ja. Ja. Wir können auch Livestream, wir können ja mal Livestream machen, mal gucken, was da. Da kommen wir noch hin. Ach so. Genau. Und dann, wenn wir erstmal wenigstens 5 Leute haben, die sich das irgendwie angucken, dann machen wir einen Livestream. Machen wir 4,5 kommt. 4,5, 3. Ja, weil bei Livestream ist der Nachteil bei YouTube, dass du kannst eben dann nicht einbetten, das Video. Du kannst viele Sachen nicht machen, die du bei einem normalen Video, das du hochlädst, machen kannst. Und deshalb, du hast dann nur diesen immensen Chat beim Live-Video. Der bleibt ja auch. Aber wer liest sich das durch? Das ist ja nur TINF. Aber ja, kann man ja mal ausprobieren. Aber wenn der Ton gut genug ist, dann können wir das einmal bei YouTube. Wer, ne, so wie gesagt, also das. Du kennst ja unseren Ton. Du weißt ja den Ton. So wie ich das hier gehört habe, finde ich den gut. Müsste man mal mit Kopfhörern hören. Aber ich denke mal, so gut wie der, wie ich den mit dem Handy mache bei meinem Mini-Podcast, ist der bestimmt. Ja. Und das dritte ist, bei Buzzsprout, da habe ich ja meinen Podcast gehostet, mache ich den ja auch immer so kurz, weil dann die Gebühren für Buzzsprout nicht so teuer sind. Okay. Und da muss man dann mal ausrechnen, was wir da im Monat zahlen müssten, wenn das 3 Stunden sind in der Woche. Das sind ja dann 3, 6, 9, 12 Stunden im Monat. Ich überlege gerade. Und vielleicht können wir da was anderes machen. Wie viel bezahlst du jetzt mit diesem? Fände ich nicht ehrt. Wie viel bezahlst du denn jetzt? Wir können ja mal gucken. Ich könnte es auf dem Handy mal eben. Du kannst auch hier anschmeißen. Du kannst hier alles machen, wie du willst. Danke. Ja? Warte. Mit meiner Gaming-Maus. Mit deiner. Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk, eine gute Maus. Ja. Die ist wirklich gut. Also. So, dann. Gehe ich mal rein in meinem Bastard. Ich überlege gerade, was ich für Software mal hatte, als ich diesen Erfolgswolf Podcast mal gemacht habe. Das ist also hier, so sieht das bei mir aus. Ich habe mich jetzt gerade eingeloggt bei Buzzsprout. Da sind also die ganzen, hier ist wie viele Minuten ich noch habe. Ne? Also ich darf. Ist das jetzt pro Monat oder? Pro Monat. Und das ist frei oder was? 24 Tage. Und für 4 Dollar mehr, ich zahle ja 10 Dollar im Monat, und für 4 Dollar mehr hätte ich dann auch noch mal viel mehr Zeit. Und das Tolle ist bei Buzzsprout, das ist ja entstanden in der Zeit, als wirklich Podcast noch so was war, ja, wirklich so ein Geheimding von Nerds. Mhm, ne? Also okay. Das ist wirklich rein ideell. Sind denn Downloads Abspielraten oder was? Nö, Downloads, du meinst. Ja, und am Rand jetzt diese Leistung. Wie viel die downgeloadet haben. Man kann das ja einfach abhören. Also die meisten jetzt von meinen, das sind ja keine Podcaster. Die meisten drücken einfach dann im Blog auf Play und hören das ab. Aber und das fällt jetzt nicht runter. Ach so, okay. Also das läuft hier nicht mit rein. Das läuft nicht mit rein, sondern nur die Downloads. Also die echten Podcaster, die eine App haben oder so, die es wirklich runterladen. Okay. Von daher ist das jetzt auch mal so gar nicht so schlecht. Aber verknüpft hast du das ja auch noch mit anderen Dingen, hatte ich ja gesehen. Genau. Ne? Soundcloud habe ich wieder rausgenommen, weil. Was ist mit diesem Apple-Ding dann? Ja, da bist du deshalb habe ich es überhaupt dann gemacht, weil ich finde iTunes finde ich immer noch das Allerwichtigste für Podcasts. Und das habe ich, da brauche ich mich um nichts zu kümmern, das ist einfach drin. Also du nimmst jetzt nur dieses Buzzsprout und das ist mit den anderen Dingen verknüpft? Genau. Es geht automatisch zu Spotify und Spotify ist ja jetzt dadurch, dass Fest und Flauschig von Böhmermann und Gemischtes Hack von Lobrecht und Tommy, schlag mich tot. Und die beiden sind exklusiv nur bei Spotify. Die gibt es gar nicht woanders. Okay. Und dadurch hat Spotify jetzt richtig Gas gegeben, dass alle Leute über Spotify Podcasts hören. Und das kann man auch ohne da zahlen zu müssen. Ich habe ja auch keinen bezahlten Account bei Spotify, aber in dem Podcast gibt es keine Werbung. Also ist Buzzsprout die einzige Software, die du einsetzt für den Podcast? Ja, das ist so schnell. Und das Einbinden, machst du dann auch immer Copy-Paste oder mit dem Embedded-Code? Da ist bei Buzzsprout ist dann dieser Embedded-Code. Und den setze setz ich rein. Den setzt du rein. Also es ist überhaupt keine Arbeit. Das ist so komfortabel.
Und ja, also das kann ich wirklich auch so jetzt, ne, mal jetzt wieder ans Volk, kann ich wirklich jedem empfehlen. Podcast, wie ich drauf gekommen bin, das war als im März, als unsere Bundeskanzlerin diese berühmte Rede an die Nation hatte und sagte, da kann doch auch der Enkel für seine Oma einen Podcast machen. Ja. Erinnerst du dich daran? Nee. Und das war für mich, ne? Also Uli und ich, wir lagen so vor dem Fernseher und sie sagte das und in mir machte es Bing. Und ich habe gedacht, ja, ne? Warum soll nicht jeder einen Podcast machen? Ist doch egal, ob nur drei Leute zuhören oder die ganze Nation. Ja. Aber ich finde das einfach eine super schöne Idee. Und das war so der erste Schritt. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann wirklich angefangen habe. Aber wo ich gedacht habe, ja mein Gott, ne? Das ist wie eine WhatsApp-Sprachnachricht. 3 Minuten. Mhm. Jetzt sind schon 7, es wird immer länger. Aber egal, ich nehme mich ja auch immer so wichtig. Was soll's? Wenn jemand sagt, oh, die Alte, kann er einfach nur wegschalten. Ja, wenn du sagst, die einen Jungs nehmen 80 Minuten auf. Ja, eben. Und dann würde mich mal interessieren, wie diese Quote aussieht, wer bis zum Ende bleibt bei so einer Folge. Ja, also ich habe diese sehr langen Podcasts kennengelernt, damals mit Aufwachen. Mhm. Das war ein Podcast, den ich sehr geliebt habe mit Thilo Jung. Kennst du den? Ja, vom Namen her, ja. Aber ich weiß Jung nicht. Und Naiv. Ja, diese Bundespressekonferenz. Ja. Genau. Den finde ich der richtig, richtig. Hat probiert? Ja. Sollte es nicht schmecken, stehen lassen. Aber ist das viel. Aber willst du noch was? Komm, Ralf, komm und noch mal einen Teller holen. Oh, aber probier, mehr kann ich nicht sagen. Das ist so. Das heißt darunter, glaube ich. Oh ja, dann halte ich. Probier es, also sonst brauchst du es nicht essen. Ich zwinge dich zu, aber ist nicht jedermanns Sache. Ach, du bist so lieb. Ey. Also, wenn du noch was haben, ich habe einen Zucker. Also, hilf mir nicht dabei. Also, ich mach dir mal hier Plätzchen. Ja. So. Genau. Können wir es in die Kamera halten? Hier, da ist doch was. Ja, ist die Kamera. Ja, die Kamera. Wir können sie auch führen. Können wir die. Ja, genau. Wo ist denn das Bild? Wir sehen gar nichts. Oh mein Gott, ist das winzig. Ja. So, das ist jetzt von der Mama von Ralf. Mhm. Schnunkerklöße. Und ich bin total gespannt. Ich kann mir. Schnunkerklöße ist übrigens was aus Kriegszeit. Oder gab es nicht genau, mehr. Das ist ein richtiges Kriegsessen. Richtig. Und passt doch dann jetzt zu etwas, ne? Ja. So, mit nichts was machen. Es wurde alles zerstört und wir fangen bei Null wieder an. Genau. So, wollen wir mal gucken. Es ist meistens, wenn man das richtig, richtig gut macht, ist es auch salzig. Mhm, das ist salzig? Ja. So ich habe gedacht, das ist süß. Nee. Salzig und sehr. Also ist den Pfanniklöße halb und halb in heißer Milch mit Salz. Genau. Habe ich das richtig gesagt? Genau, richtig. Das ist alles. Ja. Aber es macht warm. Obwohl, Funny hatten meine Großeltern nach der Kriegszeit jetzt nicht. Da haben sie doch selber Klöße gemacht. Oh mein Gott. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Ich habe das Vereinigte Königreich hier daran. Hier. Guck. Vereinigtes Königreich ruft mich an. Oh. Ja, also die Queen. Hier seht ihr die Queen. Ich weiß nicht, was für eine Nummer ist mir jetzt. Ich esse egal. Meine Klöße und du telefonierst mit der Queen. Und dann gucken wir weiter. Ach, das ist wieder irgendein Trading-Gedöns. Du wirst reich. Ja, das sagen die mir. Das sagen die mir auch immer am Telefon, dass ich reich werde. Das schmeckt mir. Richtig gut, ne? Also ich liebe ja Milch. Ja. Ich bin ja milchsüchtig. Ja, ich mag das auch. Mm. Ja. Ja. Also. Ich überlege gerade, dass ich das letzte Mal im Podcast hängen geblieben bin. Also ich selber jetzt, weil ich höre ja wirklich schon lange nichts mit Podcasts. Das Letzte, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist hier von Affenblock. Was ist noch hier mit dem Vladi? Mhm. Der hat mit wem hat er das denn nochmal zusammen gemacht? Mhm. Die waren immer zu zweit, als sie das gesprochen haben. Und da ging es um Content-Marketing. Da ging es um Blogaufbau und Content, Cornerstone-Strategien und all sowas. Ja, und wie fandst du das? Das war gut, war sehr gut. Also was ich an Podcasts so schätze ist, erstens, du kannst die hören immer, wenn du irgendwie, weil ich bin ja so ein Arbeitsbekloppt hier, ne? So ein Workaholic. Mhm. Podcast kann ich hören zum Beispiel beim Putzen, okay. Bei der Hausarbeit. Ja. Weil ich immer das Gefühl, ich verschwende gerade meine Zeit, wenn ich Hausarbeit mache. Das macht mich wahnsinnig. Ja. Ich bin ja eine unglaublich schlechte Hausfrau. Ach, da ist die Kamera. Ich bin ja eine echt schlechte Hausfrau. Ich habe es noch nicht gesehen, ich kann es nicht bezeugen. Also ich weiß nicht, ob jetzt... Ja, dann würde ich vorher nochmal durchsaugen. aber auf jeden Fall, so mit Kopfhörern, dann ist der Staubsauger auch nicht mehr so laut. Das mag ich nicht, das Geräusch. Und dann habe ich das Gefühl, ich verbringe meine Zeit doppelt sinnvoll.
Mhm, ich tue was für den Körper, ein bisschen Sport. Ja, ja, richtig. Und wenn der Staubsauger schwer genug ist, dann ist das auch. Ne? Ja, ein Vorwerk, der macht Hashtag schon Werbung Bookies. Ist wieder. Hashtag Werbung ist ja wieder. Miele und was ist das? Hashtag. Was gibt es ja noch? Siemens. Muss ich jetzt alle? Dyson. Und Dyson. Oh, haben wir gekauft. Super Dinge. Also wirklich. Ja, also jetzt aber wirklich hier. Ne? Ja, aber teuer. Ja, aber. Das haben wir uns selbst zu einem Weihnachtsgeschenk gemacht. Jetzt? Zu Black Friday, ja. Ach so, und ihr benutzt den schon? Ja. Dann kommt ihr aber nicht in den Himmel, das weißt du, ne? Das war schon klar, als ich die erste Landingpage gebaut habe. Dass ich nicht in den Himmel kommen würde. Ja, das ist also der erste Vorteil beim Spazierengehen, beim Joggen. Nicht, dass ich jogge, aber ich gehe spazieren. Beim Autofahren, als ich noch im Fitnessstudio war, beim Putzen. Jo, das sind so die und immer im Bad. Ne, so beim Duschen, beim sich fertig machen, Podcast. Also, und das ist der erste Vorteil. Und der zweite ist, Hören ist anders als Hören und Sehen. Also im Grunde genommen musst du auch bei einem Podcast viel exakter und besser sein, als wenn du ein Video machst. Hm. Weil im Video verzeiht man irgendwie so oder irgendwie sowas, ne? So Kleinigkeiten. Aber wenn du nur hörst, so wie so ein Blinder, wenn du einfach nur hörst, bist du viel kritischer. Du hörst jeden Fehler. Und das finde ich auch schön, diese Exaktheit. Es ist unglaublich nah. Das Ohr ist irgendwie viel näher als die Augen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich lerne wie verrückt. Okay. Ich mache ja jetzt systemisches Coaching beruflich. Und die Menschen, mit denen ich zu tun haben darf, übrigens richtig tolle Leute, die haben ja zum Teil eben dann auch so eine psychiatrische Geschichte hinter sich oder sind drin, was auch immer. Boah, da gibt es einen Podcast von so einer jungen Frau, die hat Borderliner und Depressionen und hast du nicht gesehen. Also ganz viele psychiatrische Erkrankungen. Ist unglaublich klug, unglaublich intelligent. Ach, sie hat das alles? Hat sie. Ach so, ich dachte, sie redet dann mit anderen darüber. Nee, sie macht auf unglaublich intellektuelle, strukturierte und kluge Art, macht sie immer so 30-Minuten-Folgen, wo sie eben erklärt, wie psychiatrisch oder psychisch erkrankte Menschen ja, leben und was ihnen hilft und Resilienzübungen und so weiter. Aber sie hat das jetzt erwiesen. Ja, deshalb ist sie die beste aller Expertinnen. Ah, okay. Also eine bessere Expertin kann man sich ja nicht vorstellen, ja, oder? Ja, ja, das stimmt. Ich könnte mal über Spielesucht reden. Ja, da gibt es aber viel Konkurrenz. Ja, ich wurde schon angefragt. Sie hatten nicht viel Konkurrenz. Ich hatte eine Studentin mal, die hatte mich gefragt, ob ich jemanden kennen würde, weil sie das Thema Spielesucht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hat sie schon den richtigen gefunden. Und dann? Ja, und dann? Ich habe ihr geholfen. Also sie hat mir dann so einen Bogen geschickt. Ich meine, das habe ich hinterher bereut, weil es waren über 300 Fragen oder sowas. Mm. Ne? Also so richtig, aber es war halt ihre Bachelor-Thesis hinterher, ne? War auch alles super, also ne, hat so alles bestanden und so. Ne? Also, das war gut, aber wenn man sich da so selber reflektiert, dann merkt man so, ja, doch, da geht auch so einige Stunden drauf, weißt du, und was hätte man da so anders machen können und wie lange geht das noch und ne, wie schwer ist es eigentlich, sich davon zu trennen und so weiter. Und da ging auch so allgemein um Süchte. Aber dann halt auch, wenn du rauchen würdest und so, ich meine, ich rauche nicht und so, keine Ahnung, wie das ist. Oder halt auch das typische Feierabendbierchen, ne? wann das denn dann irgendwie Sucht darstellt. Mhm. Und das war schon interessant, weißt du, weil du jetzt gerade Podcast und Zeitvertreib und so weiter sagst. Ne? Da gibt es bestimmt auch Podcast-Süchtige oder sowas, die den ganzen Tag sich nur beschallen lassen oder so. Also ich bin schon, aber ich höre eben immer nur gerne Podcasts, bei denen ich was lernen kann. Okay. Also so Felix Lobrecht, den ich wirklich großartig finde, den gucke ich dann lieber bei YouTube und sehe den auch. Aber da muss ich schon wirklich im Urlaub sein und extrem viel Zeit haben, um mir das anzuhören. Ich habe ja immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Es ist nicht genug, es ist nicht genug, ich muss noch lernen, ich bin nicht gut genug, ne? So jetzt auch für meine Coaches. Ne? Ja. Ich bin ein Scharlatan, ich muss mehr lernen, ich muss besser sein. Also da bin ich wie das Kaninchen aus Alice im Wunderland, das immer auf Uhr. Ach so, auf der Uhr. Ja. Keine Zeit, wir haben keine Zeit. Keine Zeit. Und von daher sind Podcasts für mich einfach super ideal, aber ich suche mir immer was raus, wo ich lerne. Zum Beispiel,
Online-Marketing-Rockstars, Philipp Westermeier, ja, die, legendär. Ich finde die Reports super. Also, ne? Ja, die, also alles ist super von denen. Die machen nur Qualität. Aber podcastmäßig, also zum Beispiel legendär war das Interview mit Dieter Bohlen. Das wollte ich gar nicht hören. Ich dachte, Dieter Bohlen. Aber dann habe ich gesehen, das war der beliebteste Podcast des Jahres. Da habe ich gedacht, naja, hör mal rein. Da habe ich viel gelernt. Also das also war singen unglaublich. Jetzt, oder? Nein, über Online-Marketing und über Social-Media-Marketing. Weil nämlich Dieter Bohlen ist da ja auch reingeruscht als älterer Herr, sag ich mal, wie die Jungfrau zum Kind. Okay. Der hatte irgendwann gesehen, bei Instagram hatte er irgendwie mit irgendeinem Promi ein Selfie gemacht und das und? War, oh, das schmeckt richtig gut. Das schmeckt richtig gut. Ja, ich muss auch immer reden. Und ich hatte zu Hause schon immer schon was gegessen. Aber ganz im Ernst, und das sieht so hübsch aus, weil die so länglich sind. Aber ich bin total. Ich dachte erst, die werden süß, aber die sind ja. Es gibt welche, die machen das mit Speck und mit süßen Zucker. Ja, ja. Also wirklich. Das mache ich jetzt zu Hause auch. Ja. Und geht schnell. Geht schnell. Und ist billig. Ja. Das habe ich gerne. Das habe ich gerne. Ja, billig ist gut. Manchmal rechne ich Mittagessen aus, wenn mich. Nein! Ja. Spinatauflauf ist sehr günstig, übrigens mit Käse überbacken. Egal. kann ich sehr empfehlen, mit Nudeln. Ich lerne immer wieder eine neue Seite. 1,20 Euro pro Person. Immer wieder eine neue Seite. Ja, wenn Krieg kommt. Na, auf den. Nein, nicht auf den. Hat mein Sohn mal zu mir gesagt, als er irgendwie, wie alt war er dann, Jugendlich, also 18 oder so, da sagte er, manchmal sehne ich mich nach Krieg, damit ich mal zeigen kann, was ich kann. Oh, okay. Das konnte ich unheimlich gut verstehen. Ja. Ja, wir sind doch solche Weicheier, ne? Wir sind doch wirklich irgendwie im Krieg, stellt sich dann raus, wer wirklich was taugt. Oder relativ kurz stellt sich das raus. Ja. So, ich hätte da mal was und dann okay. Schwarz. Ach so. Genau. Ne? Also am besten aufzeigen, hallo, ich. Da sollte man rauchen. Für den Krieg sollte man sich eigentlich Rauchen angewöhnen, damit man dann schwarz. Aber dann das Richtige, ne? Also wenn dann schon, wenn es soweit sein sollte. Opium. Das sind aber auch Themen. Opium sollte man rauchen. Opium. Ja, das ist teuer. Das stimmt. Also ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe mal eine Doku gesehen auf YouTube über Opium. Na siehst du, dann bist du doch schon. Ich bin ja so der Doku-Typ dann bist auf YouTube. Ja siehst du, Podcast ist wie Doku auf Ohren. Ja, aber also ich kann ja keine Kopfhörer tragen, zum Beispiel das nicht. Ja, das dann kann bist ich du nicht. Raus. Ja, das geht für mich gar nicht und diese Stöpsel, diese Ohrstöpsel auch nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht. Das stimmt, du kannst die Welt teilen in Menschen, die gerne Kopfhörer tragen und andere, die nicht tragen. Ja. Wenn du nicht gerne Kopfhörer trägst, kannst du keine Podcasts hören. Man setzt sich ja nicht dahin mit Lautsprechern. Eben. Also als ich hier, wie gesagt, vom Affenblog das gehört hatte, ich habe ganz so wie jetzt auch, ich habe immer meine Boxen hier stehen am Rechner und dann höre ich und gucke mir, oder beziehungsweise höre ich mir das so an, okay, dass es laut ist halt, ne? Aber ich bin ja im Büro halt, ne, dann und hier ist es auch egal. Und auch wenn ich mir das eine Doku angucke, ne, das ist so. So kann ich mich beschallen lassen, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Okay. Aber bei der Doku fehlt mir dann halt immer, also wie gesagt, ich gucke halt so Sachen wie, was weiß ich jetzt hier, Verrückt nach Camping. Wenn ich da jetzt nur irgendwie einen Podcast habe und kann mir die Wohnwagen oder Wohnmobile nicht angucken, ja, macht auch keinen Sinn für mich. Ne? Wenn da einer steht so, ja, ach guck mal, das ist jetzt aber schönes Leder hier außen. Ja, weißt du, das ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Genau, richtig. Also, ne, macht mal die Augen zu alle hier und dann machen wir mal visuelle Rundgänge. Ne, also das ist so. Daher gibt's, man muss mal überlegen, wer kann das denn einsetzen für sich. Ne? Also, ja, aber guck mal so, was wir jetzt hier machen. Ne? Wir sehen übrigens wirklich dieses, wie wir aussehen, so klein. Ich kann so wie wir aussehen? Soll ich mit der Maus hier mal drüber fahren? Dann sehen wir uns ein bisschen größer. Mhm. So. Ah ja. Und ja, und sowas zum Beispiel, das guckst du dir eine Minute an und dann musst du da ja nie wieder hingucken. Das ist ja dann, ne? Also dann hörst du ja nur noch.
Ja, also was wir jetzt hier machen. Was wir hier machen, ist ja, ne? Ja, ändert perfekt. Sich ja nicht viel halt. Ne? Ja, also, für die, die am Rechner irgendwas arbeiten und nur beschallt werden wollen, ja. So wie du, die können dann mal, die können ja das auch vielleicht als kleines Fenster dann machen und können dann mal reingucken, wenn da gerade irgendwie Klöße mit Milch auftauchen oder so. Oder ich sage, jetzt male ich das Geheimnis des Online-Marketings an die Wand. Genau. Edding. So, wer jetzt nicht geguckt hat. Verpasst für alle Zeiten, genau. Aber man kann es eben dann auch nur hören, ne, und die einfach so laufen lassen. Oder man kann es dann auch, wir können es eben dann ja mit Buzzsprout auch nochmal nur als Audioversion auch nochmal bringen. Das machen heute viele. Mhm. Zum Beispiel Christian Solmecke, der Anwalt, der Video-YouTube-Anwalt. Ja, ja. Der macht auch jetzt schon seit geraumer Zeit jede Folge, die er macht, auch als Podcast. Ist ja keine Arbeit. Und ich persönlich, ich gucke mir nie die YouTube-Videos an. Hm. Ich höre mir, wenn da ein interessantes Thema ist, höre ich mir das dann. Das sind ja immer so 10, 15 Minuten. Das ist genau perfekt für morgens im Bad. Also, aber du willst ein Hörbuch jetzt nicht als Podcast, als sich so einsortieren. Ne? Der Unterschied ist für mich, ein Podcast ist eben, hat dieses Lindenstraßenprinzip, also Serie. Okay. Eine Serie ist eben für mich was, wo ich mich, also das kommt emotional so nach und nach immer mehr in meinen Freundeskreis sozusagen. Also das wird mir vertraut. Okay. Serien sind mir vertraut wie Freunde. Aber dann müsstest du ja auch immer einen Cliffhanger am Ende machen. Man kann einen Cliffhanger am Ende machen, man kann einen Cliffhanger am Anfang machen. Ja, ich meine, wenn du von Lindenstraße sprichst, so, da ist ja... Ach so. Da wird dann einer am Ende so vom Auto getroffen und dann so... Da kommt diese Musik immer, weißt du? Super Idee, klar, das könnten wir machen. Nur nach 80 Minuten oder so, oder womöglich noch länger, werden nur so wenig Leute übrig geblieben sein. Da müsste das ein Cliffhanger sein, wirklich für die, ja, für die letzten für die drei. Ganz harten Fans. Oder die eingeschlafen sind dann irgendwo. Oder? Für die, die auch mal zum Kaffee eingeladen werden können. Naja, also... Wie gesagt, also da müsste man echt überlegen, wer das so sonst noch einsetzen könnte, ne, wenn man jetzt wieder an die Steady News denkt. Und da sind ja einige, die jetzt auch Unternehmer sind, zuhören und so, ne, ob sie es gebrauchen können für sich. Genau. Aber gibt es da irgendwelche unternehmerischen Typen, die du ausschließen würdest? Ausschließen? Bei denen das jetzt irgendwie keinen großen Sinn machen würde. Also ich sag nochmal, ich bin ja irgendwie technischer Laie und höre super gerne so IT-Podcasts, gerade weil ich, ne, da verstehe ich zwar vielleicht zwei Drittel nur Bahnhof, Bahnhof, Güterbahnhof, aber dieses eine Drittel, das ist für mich richtig neu und wertvoll. Ja. Und deshalb eben auch, wie gesagt, diese Folge von OMR mit Dieter Bohlen, das hat ein Stück weit mein Leben verändert. Weil er den entscheidenden Satz gesagt hat, den ich auch immer so gerne predige: Wenn du richtig gut bist in was, läuft der Erfolg dir hinterher. Da brauchst du keinen Funnel, ne? Da lernst du eh Leute kennen und die sagen, boah, die ist gut. Mhm. Und dann, ne, verbreitet sich das so wie damals MeToo. Ne? Das war irgend so eine, weiß ich gar nicht was, aber auf jeden Fall keine bekannte Frau, die dabei einen Tweet gemacht hat und gesagt hat, wer auch so traurige Sachen erlebt wie ich mit Männern, schreibt mal einfach bitte Hashtag MeToo. Mhm. Ja, und dann hat Lady Gaga, die zufällig kannte, das gelesen hat, hat dann einfach wortlos, da kriege ich jetzt noch einen Schauer, einen Tweet gesetzt, nur mit MeToo. Und da kriege ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich daran denke. Und das war's. Und dann hattest du deinen Funnel. Weißt du was von? Ja. Ja. Es gibt so einiges, so auch auf Instagram oder so, wenn ich manchmal was sehe. Oder das, was jetzt zum Beispiel, ne, mit ihr, Jana, ne, wo sie ja Wilkes Welt und so ja. weiter. Ne, ja, ja. Also gut. Manchmal wünsche ich mir dann halt, dass Leute entdecken würden, dass die vielleicht am besten darin sind, einfach ruhig zu sein. Ja, aber dann hört sie keiner. Dann guckt sie keiner. Ja, aber das sind so auch. Also es ist einfach, jeder mag das eine oder das andere oder so. Ne? Und die allermeisten Sachen mag kein Mensch. Das allermeiste dümpelt rum. Ne? So bei YouTube oder auch jetzt mit Podcasts, wie gesagt, wo schon jeder Enkel einen Podcast macht für seine Oma. Ja. Die hört ja keiner. Ist doch nicht schlimm. Wir sollten nicht immer denken, wir müssen gleich alle berühmt werden und reich. Man kann doch auch einfach so machen, zum Beispiel habe ich einen Kunden oder Klienten oder Coachie, der möchte unbedingt abnehmen. Mhm. Und der ist, hat eine unglaublich wunderschöne Art, sich auszudrücken, ist sehr belesen und. Und da habe ich gesagt, Mensch,
Was wäre denn, wenn du jeden Abend auf YouTube einfach ganz kurz im Tagebuch erzählst, wie heute dein Essverhalten war, was du für Erfahrungen gemacht hast, ne? Ja. Ob du zugenommen hast, abgenommen und so weiter. Guckt vielleicht kein Mensch. Aber du hast dadurch so eine Art Disziplin-Motivation. Okay, ja. Ne? Mhm. Weil wenn er erst 5 Leute hat, die das abonnieren, ja, ne, dann hat er ein schlechtes Gewissen, wenn er die 5 enttäuscht. Also macht er jeden Abend ein Video. Einfach nur, um nicht die Menschen zu enttäuschen. Oder ich hatte auch einen Gamer als Teilnehmer bei mir im Kurs, der hatte starke Depressionen, weil immer die ganze Familie und alle immer gesagt haben, oh, du bist süchtig und Gamer und hast du nicht gesehen, ne, das macht ja auch krank, ja, wenn alle einen immer so titulieren. Und der hat dann eben YouTube-Serie angefangen, um Angehörigen einfach mal zu erklären, was Gaming überhaupt ist, was E-Sport eigentlich ist. Ne? Ja. Und das aus dieser Schmuddelecke rauszuholen. Ja, ja, bitte. Ist ja das Beste, um sich zu heilen. Das sind auch Sachen, da, das kenne ich selber. Also kann ich jetzt gut nachempfinden, obwohl ich diesen Podcast da nicht kenne, was du sagst, oder YouTube. Ne? Ja, hat er leider auch nicht durchgehalten. Hat er nicht durchgehalten. Ein paar Mal gemacht, aber der war leider so anspruchsvoll mit, was du gerade, mit Cliffhanger. Aber eben, der wollte dann so ein super Intro, ja, und super, ja, ne, drumrum. Und wenn das dann Arbeit macht, ne, dann, und du hast dann eine Arbeit. Das stimmt, das habe ich mir YouTube auch immer gedacht. Diese ganzen Leute, die was reinschneiden, ja, und Filmschnipselchen noch suchen, genau, und so. Da habe ich mir auch immer gedacht, boah, sind die kreativ. Und ich war schon froh, als ich diesen YouTube-Erfolgskanal gemacht habe, da hatte mir eine Designerin dieses Logo, das war ja so ein Wolf, und den hat sie einfach animiert noch, so als Bonus. Ja. Das habe ich nur als Vorspann und Abspann genommen. Das war meine Kreativität. Ja. Hat wunderbar, ja, funktioniert. Also ich habe ja auch über 1000 User aufgebaut da. Ja, eben. Und das war alles an Grafik. Ja. Also, und dauert so wie lange das Schneiden? Ach, das ist ja eine Bibliothek-Schnipselchen. Das hast du immer so: Intro, Outro. Ja, bitte. So, ja, fertig, so, ja, das ist eine Sprache, die ich verstehe. 10 Sekunden darf es dauern. Genau. Aber nee, da hätte ich keine Lust zu, jetzt so wie Riso. Ich möchte nicht wissen, wie lange der immer braucht. Weil das ist ja immer alles, das sind ja ganz kleine Stückchen, ja, 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 weil er ja so stark stottert. Das heißt, er und sein Kumpel, die müssen ja immer wieder jede Sequenz, ich weiß nicht wie oft, aufnehmen, weil das ist ja auch bei ihm Therapie für sich selbst, dass er dann eben wirklich dadurch, dass sie das technisch so machen können, einfach wirklich, ne, durchredet, ohne zu stottern. Das muss dauern. Also das könnte ich jetzt auch nicht. Das ist echt, also der braucht bestimmt für eine Stunde Video 3 bis 4 Stunden. Du kannst dir die Palme auch ein bisschen nach hinten schieben, wenn du im Busch sitzt, ne? Ach, also sie nicht, ist wir werden ja gerade über... So anhängen. Du machst hier Guerilla, machst du hier, ne? Guerilla im Busch. Ja, genau. Schieb die ruhig nach hinten, sie steht auf Gold. Ach nein. Nein? Alles gut. Heißt übrigens Palmi. Palmi. Palmi bleibt. Eva, ne? Eva Palmi. Außer ich... verletze sie durch meine Anwesenheit. Gordon hieß er, jetzt weiß es wieder. Die ganze Zeit hat so mal Gordon, ja, Gordon, genau. Schönwälder, der war Gordon doch auch ihr Podcast-Helden. Genau. Jetzt weiß, genau, wieder. Der hat das mit, ja, Bloody zusammen gemacht. Genau. Mit Cornerstone Content, überhaupt Content-Strategien, ja, und so weiter. Und auch Podcast, glaube ich. Ja, ne? Ja, genau, Podcast-Helden. Genau. Ja, ja. Das war so die, da habe ich das noch gehört. Und dann war irgendwie Ende. Dann habe ich mal Hörbücher gehabt. Von Faltin, Günter Faltin, kennst du das? Kopfschild Kapital. Ach ja, natürlich. Ne? Ja. Das war mein erstes und ich glaube das einzige Hörbuch, was ich da gemacht habe. Den sollte ich ja interviewen, ne? Als er jetzt ein neues Buch habe. Cool. Also das. Also ich fand den super. Also, ja, also auch Inhalt, sehr nett. Der, also er hat es ja nicht gesprochen, ne? Es war ja irgendeiner, der das gesprochen hat, dieses Hörbuch, aber ja, der Inhalt, der war grandios. Ne? Also das ist eben auch das, im Grunde genommen sagt Günter Faltin, das, was ich ja eigentlich auch vertrete, dieses, wenn du richtig gut bist, in was läuft der Erfolg dir hinterher. Mhm. Also man soll eben einfach so ohne Geld, ohne alles einfach machen und gründen und wirklich die Dinge tun, die man, ja, die man als Nische entdeckt hat. Und der ist ja auch Anhänger von der engpasskonzentrierten Strategie, genau, von Wolfgang Mewes. Mm. Und, jetzt sag mal kurz, was das ist. Das wissen wir bestimmt nicht. Wieso das denn nicht? Ich kann aber nicht alles sag erklären. Sag doch schon das Wort. Engpasskonzentrierte Strategie. EKS, wer das nicht kennt, mal. Hat sein Leben glatt verpennt. Ja, also. Na, das ist eine Strategie, wenn man jetzt gründen möchte.
um sich, na, ist wirklich ein Plan, also ein Arbeitsbuch kann ich euch ans Herz legen, das 1x1 Erfolgsstrategie EKS, so heißt das, ist von einer Dame auch geschrieben und zwei Herren, aber ich müsste jetzt sogar gucken, guckt einfach 1x1 Erfolgsstrategie EKS und dann könnt ihr das euch durcharbeiten, da gibt es ein paar Prinzipien und eine gewisse Reihenfolge, wie ihr zum Beispiel die richtige Zielgruppe findet, die richtige Nische findet und vor allen Dingen, welche Probleme ihr wirklich angehen könnt und welche sich dahinter erst auflösen würden. Das heißt also, wenn ich jetzt in, ich gehe jetzt im Agenturgeschäft mal, ne, es gibt jetzt irgendwelche Probleme für den Kunden, die wir jetzt sofort erledigen könnten und etwas, was wir noch nicht in Reichweite haben. Nehmen wir mal Google Ranking. Also wenn der Kunde in Google ranken möchte, können wir jetzt nicht zu Google gehen und dahin sagen, hey Google, ne, hier, wir wollen auf Platz 1. Wird jetzt nicht funktionieren, aber da will er hin. Also was für Probleme kann man halt vorher angehen? Und für welchen Kunden ist man dann am besten? Das heißt also, man überlegt sich immer die Stärken und also welche Stärken hat man und die stärkt man und die Schwächen lässt man außen vor. Ganz wichtig, nicht das, wie in der Schule. Genau, richtig, das ist der Punkt, weil immer wenn man sich auf seine Stärken weiterhin fokussiert, werden die Schwächen sowieso irgendwann null und nichtig. Ja. Ja, und man ist der oder die Spezialistin dann in diesem Kerngebiet. Ja. Ja, und das ist halt, wie gesagt, so ein kompletter Leitfaden, super Buch. Ja, und man verzettelt sich damit. Also dieses ja. Engpass-konzentrierte Strategie sagt es ja auch schon, es ermahnt einen eben immer wieder, nicht eben, oh, ich muss das noch und das noch und das noch, genau. Sondern wirklich eine Sache rauszugreifen und diese eine Sache richtig zu machen. Ja. Und nicht irgendwie... Town & Country zum Beispiel, die sind ja mit einer der größten Fertigbauhäuser Hersteller. Mhm. Die haben auch die EKS angewendet, sind okay. auch Preisträger gewesen. Ich meine, wir sind jetzt zwar ziemlich weit weg vom Podcast, ne? Wieso? Wir sind doch mittendrin. Also, die machen zum Beispiel oder haben sich Gedanken gemacht, was haben die Kunden am meisten für Bedenken, wenn sie ein Haus kaufen? Mhm. So, und dann ging es halt los. Ja, muss ich jetzt die Bauleute irgendwie organisieren und wenn ich welche organisiere, sind die auch zuverlässig und machen die das auch alles richtig, mhm. obwohl ich keine Ahnung habe davon und wenn ich jetzt so viel Geld aufnehme und das ist alles blöde und ja, und dann haben Town & Country sich gedacht, wir machen einen Schutzbrief, der alles absichert. Ja, und wenn der Kunde am Ende nicht zufrieden ist, braucht er das alles gar nicht zu kaufen. Weißt du? Also ne, komplett safe. Ja, wenn alles irgendwie blöde ist oder so oder irgendwas nicht gefällt, dann kann der Kunde sagen, nee, weißt du was, das Haus nehme ich nicht. Und gut ist. Ne? Und das sind so Sachen, das hat Town & Country angefangen und ist damit dann halt durch die Decke gegangen. Oder auch diese Rewe Center, die diese Glocken hatten, wenn die Schlange zu lang wird. Ne? So Glöckchen. Das so. War toll. Ja, das sind auch so Sachen, die aus der EKS entstanden sind, weil die sich immer wieder gedacht haben, was will der Kunde eigentlich im Speziellen und wo können wir ihm am meisten helfen? Wo ärgert der Kunde sich am meisten und wo können wir ihm am meisten helfen? Ja, und das meiste ist halt, die ärgern sich am meisten an der Kasse. Die mhm. Ja, weil es, ne, ist dort wieder nur eine Kasse auf und mhm. so. Ne? Und aus diesen Gedankenansätzen ist dann diese Glocke da entstanden. Oder die Hundebar. Ja, da haben sie es wieder abgeschafft. Ja, also hat sich wohl nicht durchgesetzt. Oder dem sie hatten einfach kein Personal, kein das hat Personal, immer nur genau. bei ein Glöckchen klingelt, dann eine Kasse ja, ja, wahrscheinlich. Schade eigentlich, weil dieses Rewe-Testcenter, Altenburg oder Altenah, irgendwie heißt die Stadt. Altenah gibt es. Altenah. Da arbeite ich gerade in der Nähe, Lüdenscheid. Also es kann sein, dass es Altenah oder Altenburg, auf jeden Fall irgendwie irgendwas mit Alt. Und da steht ein Rewe-Testcenter, wo immer wieder was ausprobiert wird. Und da wurde zum Beispiel auch getestet, inwiefern gar nicht so viele Regalreihen Sinn machen, sondern in der Mitte von dem Laden so einen Treffpunkt zu machen. Ja. Ja, und da haben die auch gesehen, dass in diesem ja. Laden selber der Umsatz gesteigert werden kann, ja. aber nur, wenn man eine Klientel reinlässt, die sowieso über das Geld nicht großartig nachdenkt. Also es würde Sinn machen, wenn man jetzt in Orten ist, einen Laden aufzumachen, wo man auch einen Treffpunkt hat, ja. wo man halt in der Mitte wirklich Kaffee trinken und Magazine lesen kann und so weiter. Ja. Und die Leute machen sich da keinen Gedanken, was sie jetzt einkaufen, dann können die Produktpreise höher sein. Ja. Und dann braucht man nämlich nicht mehr so viele Regalreihen. Ja, und das alles auch wieder, das sind alles diese Prinzipien nach der EKS. Ne? Mhm. Ja, und immer wieder diese Spirale. Das was ist, ja, ist am wichtigsten? Ja, genau, was ne? ist dran? Wie haben wir diese Zielgruppe am allerbesten, sodass mhm. die Zielgruppe rausgeht und sagt, boah, was mhm. ein Erlebnis. Mhm. Was ist das für ein Erlebnis gewesen? Und ja, darum geht es einfach, ne? Im Kern der Sache. Mhm. Ja, wie viele aber denken zuerst ans Geld? Das passt ne? gut hier zum Podcast-Thema. Weil irgendwie, man muss ja jetzt nicht gleich eine große Zielgruppe definieren, mhm. aber nehmen wir nochmal jetzt unseren jungen Mann, der eben ganz doll vorhat abzunehmen. Also wirklich, mhm. Ich glaube 60 Kilo oder so. Ui, und wenn, okay. ja. Also ich wäre dann weg. Du bist
Asche. Ja. Betrachtet mich als Luft. Nur noch Asche. Ja, und wenn er eben sich jetzt, bevor er anfängt mit diesem Podcast, nur einen einzigen Menschen vorstellt, vielleicht einen Freund, ne, der eben wirklich dadurch dann auch vielleicht ein ganz anderes Problem hat, aber dadurch dann auch so Mut bekommt, das anzugehen oder. Also es ist auch gut, unsere Persona kennen wir ja, ne, wenn man sich dann wirklich eine einzige Person so vorstellt, als wäre die direkt jetzt irgendwie anwesend als Freund. Hat mich ob das eine fiktive ist oder eine echte ist eigentlich. Persona hat mich sehr blockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Plänen vorzugehen. Also Persona-Plan, kennst du vielleicht, ne? Dass du so viele Fragen beantworten musst zu so einer Persona. Ach du dickes Ei, nee, sowas. Hat mich absolut blockiert, bis ich da eine Zielgruppe gefunden hatte, anstatt, genau was du sagst, stell dir mal den Freund oder Freundin XY einfach mal bildlich vor. Ja. Vom geistigen Auge. Was wünscht er sich oder sie? Ne? Ja. Wonach sehnt sie sich? Ja. Ne? Warum weint sie? Wovor hat sie Angst? Also das ist echt gut, wenn man da auch mal in Problemen denkt, in Sehnsüchten, in Ängsten, weil wir dann ja Lösungen bieten wollen. Wenn es jemandem super gut geht, ne? Er joggt gerne, er macht gern dies, er macht gern das, dann hat er ja keinen Grund, sich jetzt zum Beispiel einen Podcast anzuhören. Mhm. Und die Zielgruppe, die ich zum Beispiel für uns hier sehe, mit den Steady News, ne, das sind eben wirklich Menschen, die aus verschiedenen Motivationen heraus, bei mir ist es dann ja immer so dieses ja, von innen getriebene, bei dir ist es dann eben Geld verdienen, was ja genauso wichtig oder vielleicht viele würden auch sagen, wichtiger ist, aber das ist ja unsere Zielgruppe, ne? Eben wirklich, egal warum, ob jetzt um sich aus einem unglücklichen Arbeitsverhältnis zu lösen oder reich zu werden oder eben einfach um frei zu werden von irgendwie was, wie meine Podcasterin, die psychiatrisch erkrankt ist. Oder halt auch mal zu sehen, dass man bei solchen Krisenzeiten ein zweites Standbein braucht halt, ne? Genau, also ein Plan B. Ja. Das ist vielleicht sogar noch das Wichtigste sogar überhaupt von allen Motivationen. Ja. Ich sage immer, Plan B in der Tasche. Obwohl, da gibt es jetzt andere, die sagen, nein, Plan B muss dein Plan A sein. Hinter dir brennen alle Schiffe ab. Okay, und dann rennen vorwärts und so. Deine, ne? Bücher. Nee, das steht hier nicht drin. Ne? Ach nicht? Nein, das steht hier nicht drin. Aber es gibt halt die Leute, halt, ne? So diese... Jetzt gibt es nur diese eine Sache und da rennst du vorwärts. Ach so, okay. Ja, das ist eine Kriegsstrategie. Das ist eine Kriegsstrategie. Ich weiß nicht, stand die auch in Sun Tzu? Ich glaube Sun Tzu, ne? Das Buch mit Kriegsstrategien aus China. Kann sein. Ich habe es zwar gelesen, aber weiß ich meine schon. Also das sind ja so für Manager ist das ja, ne? Für Manager, die noch mehr Profit aus dem Unternehmen rausholen wollen. Und die Chinesen und so haben es ja immer gemacht, dann hinter sich die Schiffe abgebrannt, damit die Soldaten einfach nur noch sehen konnten, okay, entweder bin ich tot. Oder ich bin tot. Oder ich bin morgen tot. Oder ich bin morgen tot. Aber heute will ich noch nicht. Ne, so. Ja. Ne, und es kommt immer drauf. Ich finde, es kommt drauf an, was für eine Thematik da ist. Ne? Also wenn ich jetzt ein gut laufendes Unternehmen zum Beispiel habe, was jetzt wie im Restaurant, wir können auch da mit einem Restaurant mal gucken, ob wir einen Podcaster unterbringen können. Nehmen wir mal an, ein Restaurantbetreiber, der jetzt zur Corona-Zeit zumachen würde oder muss. Ne? Oder hat. Oder jetzt hat. Gerade. Ja. Und er hätte in der Zeit vielleicht einen Podcast gemacht und hätte da ein zweites Standbein mit aufgebaut. Zum Beispiel dann einen Podcast mit Affiliate-Marketing zu verbinden. Ne? Du kannst ja hinter jedem Podcast kannst ja auch mal eine Empfehlung aussprechen und dann sagen, hey, wisst ihr was, wenn ihr selber irgendwie das und das kochen wollt, hier ist das Rezept unten runter, dann könnt ihr da draufklicken, dann könnt ihr es runterladen und im nächsten Step kommt immer so eine Empfehlung, hey, hier ist das Kochbuch XY und dann kriegt die Person eine Provision. Ja, sicher. Ne? So, also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber, das hätten die ja machen können dann in der Zeit. Ja, eben. Man muss immer irgendwie, das meine ich ja mit Plan B, ne? Immer irgendwie so eine Auswahl. Und dann wird der Koch aber dann sagen, oder der Inhaber, ja, aber dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber wenn doch zu ist... Ja, jetzt, aber die, wenn es, das ist ja so, wenn du anfängst, wenn es zu spät ist, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Nö, da glaube ich, könnte gerade jetzt, wo eben auch die Menschen, die so gerne essen gehen, die ihr Restaurant lieben, die jetzt traurig sind, sich Sorgen machen, vielleicht sogar sich was abholen oder liefern lassen aus Solidarität. Also zum Restaurant hat man ja oft eine innigliche Bindung. Wenn die dann den Podcast jetzt, der jetzt heute erst entsteht, hören können, wo er dann erzählt über seine Rezepte und dann kann er vielleicht jetzt nicht Affiliate machen, also Provisionen über irgendwelche Links, aber er kann auf jeden Fall dadurch bestimmt bewirken, dass mehr Leute kommen und sich was bei ihm nach Hause mitnehmen. Ja,
Ja gut, das können und wir. Das bringt mehr Geld als Affiliate. Ja. Ne? Oder einladen zu den Glühweinständen draußen. Ne? Glühwein darf man, ja, ich war ja an der Kühe in Düsseldorf und habe gesagt, das war schön. Und da war ja irgendwie eigentlich alles verboten. Mhm. Und dann sind wir am Schluss nochmal durch die Altstadt. Rebellen. Da waren tatsächlich überall die Kneipen hatten alle eben Lieferdienst mit Glühwein und sowas. Und dann standen die Leute überall in den Ecken gepresst und haben dann irgendwie Weihnachtsmarkt gespielt. Ja, aber irgendwie geht's dann doch. Das müsste dann, ja gut, könnte noch funktionieren, aber wenn doch ein Unternehmer sich schon bei dem Aufbau oder im Betrieb selber schon Gedanken macht um das zweite Standbein. Keine Frage. Ja. Ja, also einer meiner Unternehmercoaches, der Jörg Mann, so heißt er, ne, der hat immer gesagt, Junge, stell dir mal vor, du hast ein Bein. Weiß ich noch, Jörg Mann. Genau, genau, ein Bein, auf dem du stehst und dann kommt einer und grätscht dich um. Ja, das ist ein Problem. Ne? Hättest du aber jetzt 100 Beine, tut dir halt ein Bein nicht weh. Ne? Das heißt also. Habe ich auch immer so gemacht. Ja. Mache ich ja jetzt auch. Ja. Na, ich habe diesen wundervollen Freelancer-Job. Mhm. Ja, und wir bauen jetzt hier was auf. Das ist genau das Ding. Ja. Genau das. Zur Not kann ich nochmal zum Nachbarn rübergehen, Autos waschen. Und das. Genau, du kannst. Und dann machst du hinterher eine Autowaschanlage auf. Richtig. Und stellst Leute ein und gehst auch. Genau, dann mache ich das so wie Gold's Gym. Ne? Die kommen jetzt auch nach Deutschland, hast du gehört? Nein. Nein? Kennst du ich Gold's weiß Gym? Nicht mehr, was Gold Gym Nein, ist. Wo Arnold Schwarzenegger immer hier seine Videos auch gedreht hat, wo er immer die schweren Eisen gestemmt hat und so in Amerika. Ein Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio, Gold's Gym. Der Typ hieß Gold, also Herr Gold, Mr. Gold. Und hat einfach Gold's Gym rausgemacht und hat halt immer nur ganz schwere Handeln da so gehabt. Mhm. Und irgendwann kam Arnold vorbei. Und dann ist das Ding halt explodiert und es ist halt einer der teuersten Läden und so geworden. Mhm. Zur Corona-Zeit jetzt pleite. Und warte mal, welche Gruppe die aufgekauft hat. McFit. Richtig. Die heißen irgendwie RGS-Gruppe oder irgendwie so heißen die, die hinter McFit stecken. Und jetzt kommt das Gold's Gym nach Berlin. Also falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, der, wie heißt er denn auch? Und ich bin ja so ein Typ mit schweren Gewichten, deswegen hat mich das sehr interessiert. Wie heißt er denn? Ich habe ja immer 100 Kilo auf der rechten, 100 Kilo auf der linken. Natürlich. Wie heißt er denn? Sag doch mal. Von McFit. Das weiß ich nicht. Ach, auf jeden Fall habe ich da auch einen Podcast bei Online Marketing Rockstars mit ihm gehört. Ich muss sagen, mein Typ ist er überhaupt gar nicht. Ich habe danach meine Mitgliedschaft bei McFit gekündigt. Ach. Wirklich direkt, weil mir das so unsympathisch war. Aber ist jetzt mein Ding, andere finden ihn vielleicht toll. Mhm. Auf jeden Fall ist ihm dieses Billig-Image von McFit, das sagt er auch so, also sehr unangenehm und er möchte gerne mehr ins Exklusive. Ah, okay. Ja, dann war das wahrscheinlich einer der Schachts. Mhm, genau. Ja. Ja. Gut, aber könnte McFit einen Podcast machen, wo wir da schon sind? McFit, ja, die machen mit Sicherheit sowas. Wo man dann zu Hause irgendwie auf dem Teppich Turnübungen macht. Ja, das wäre eigentlich auch, ne? Also, aber gibt's dann mit Sicherheit, das machen die. Also ich kenne es von meinem Fahrradkanal, den ich gerne gucke. Ja, also GCN, ich weiß nicht, Global Cycling Network, so heißt das. Das ist ein englischer Kanal, also die kommen alle aus England. Ich meine, gibt es jetzt auch GCN auf Deutsch, gibt es auch. Aber der Ursprungskanal ist halt aus England und die machen immer, also die haben jetzt auch zur Corona-Zeit immer so einen Livestream gemacht, wo die Moderatoren, die eigentlich immer in einem Studio sind, zu Hause sind und dann haben sie immer ein live auf YouTube gemacht, wie sie dann selber Trainings machen. Also entweder selber auf dem Fahrrad sitzen und dann die Leute motivieren und dann den Monitor halt vor sich hatten und konnten dann halt auch noch antworten und so weiter. Alles, das war super. Das ist doch cool. Ja, ja, das hat richtig Bock gemacht. Ne? Ja, ja, auch aber das hier von Böhmermann, das Rundfunkorchester Ehrenfeld. Heißt die Ehrenfeld? Auf jeden Fall, die auch in der Show immer auftreten. Mhm. Und die haben auch auf Facebook dann bei im strengen Lockdown, ich glaube, jetzt machen sie es nicht mehr, haben sie auch jeder von sich zu Hause, ne, haben sie dann eben ihr Orchester wieder aufgebaut mit lauter kleinen Monitoren, Zoom-Konferenzmäßig und jeder hat dann sein Instrument gespielt und dann haben die da ganze Konzerte gemacht auf Facebook von zu Hause. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also von mir aus könnte jeder Mensch einen Podcast oder einen Videokanal machen. Ist doch egal, wenn keiner zuguckt. Das war so gut, dieses Bild. Jeder hat einen Podcast und keiner hört zu. Einer wird schon zuhören. Einer wird zuhören. Also ich habe 30 Podcasts, die ich regelmäßig höre. Ich könnte also schon mal 30 Deutschen oder in Deutschland Lebenden zuhören. Mhm. Okay.
Ich suche mal einfach die 30 raus, die mir gefallen. Ist mir doch egal, ob die viele hören oder weniger. Hauptsache, ich habe was davon. Und da sind wir wieder bei dieser Persona. Wonach sehnt sich ein Mensch am meisten? Die meisten Leute sehnen sich am meisten danach, lachen zu können. Loszulassen. Die sind unter Druck, die sind im Stress und wollen einfach lachen. Das meine ich ja wieder mit Wilkes Welt. Ja. Ne? Wo ich dann sage, oh nein. Also ich, einer der Leute, das ist mir einfach zu viel Gedröhne. Aber das ist eben wirklich ja so dieses viel mit sich streiten, ja, ja, und genau. Schreien und sind hier schon wieder so. Ja, ja, ganz genau, ganz ja, genau. Und das, ja, das... Ja, das sind so Sachen. Aber ja, muss ja, jeder ist ja so, muss ja jeder sein Ding finden. Ne? Also wer einen guten Camping-Podcast kennt, ne? Dann sagt mal Bescheid. Übrigens, wenn ihr auch Podcasts suchen wollt, kann ich die Google-Podcast-App am meisten empfehlen. Also ich höre eigentlich immer meine Podcasts mit Pocketcast. Das ist so ein Urgestein, als Podcast noch wirklich so dieses Elite-Ding von Nerds waren. Mhm. Da hatte mir das mal auf einem Barcamp jemand empfohlen. Aber Google Podcasts hat eine super Suchmaschine. Und wenn du bei Google Podcasts, wenn du die App öffnest und da zum Beispiel Camping eingibst, dann kommen Sachen, wo eben einmal einzelne Folgen, zum Beispiel vom Deutschlandfunk, der macht ja auch immer viele Podcasts, wo es vielleicht um Camping ging. Und wenn es eine Serie gibt, so habe ich auch hier Podcasts, so sieht die aus. Das ist so die App. Oh, jetzt habe ich sie schon aufgemacht. Ja, und da ist sie dann eben irgendwie, da hat man dann oben die, die man abonniert hat. Und da kann man dann eben entdecken, ich gebe mal Camping ein, Camping, nicht? Also bis jetzt habe ich mal hier, wie heißt das, wenn man Fernsehen da was abonniert noch, sag schnell, Netflix, so, jetzt heißt es ja. Ja, da gibt es auch so. Hier, guck, da hat man Camping dann oben die ganzen Podcasts, die sich speziell mit Camping befassen, das sind viele, ne? Ah ja. Natürlich viele dann auch auf Englisch, da muss man dann immer gucken, weil... Also im englisch-amerikanischen Raum ein Podcast ja das Selbstverständlichste der Welt. Aber am Anfang sind dann erstmal die Deutschen. Gibt es also auch. Ja, und dann darunter kommen dann die Folgen, wie eben irgendwie ja, vom Deutschlandfunk oder was auch immer. Mhm. Hier stellt und guck mal, ist doch Google, ja, oder? Ja, ja. Ist das nicht cool? Und wenn ich dann im Auto sitze, da kann ich dann eben irgendwie, ja, was lernen. Oder lachen über andere, was die beim Campen erlebt haben. Es gibt kurze Podcasts, mittellange Podcasts, lange Podcasts. Ja, das ist, wie gesagt, immer so. Ich guck mal, ich werde mal nach Camping-Podcasts gucken und dann, aber ich bin halt auch, wenn ich Auto fahre, wenn ich Auto fahre zum Beispiel, das können 800 Kilometer sein nach Österreich oder so, nur zum Skiurlaub. Schläfst du da nicht ein? Ich brauche nicht einmal das Radio anmachen, weil es einfach nervt. Ich bin dann lieber mit mir selber beschäftigt beim Fahren. Ja, und du schläfst nicht ein? Nein. Ich schlaf sofort ein. Aber sofort? Ja, ja, noch meine Kinder auch. Ne? Die sind sofort, sobald wir auf die Autobahn fahren. Also wenn ich fahre, schlafe ich ein. Ja, oh ja. Am Steuer schlafe ich ein. Das geht ganz schnell. Das ist für mich, ich meine, dieses Jahr geht ja leider nicht. Das ist, also für mich ist das wirklich, wenn ich auf die Autobahn fahre. Das ist Armlehne, doch... links, rechts, runter. So, ne? Wir haben Bulli. Also, ne? Ich bin Bullifahrer. Bulli, zack. Ich weiß, meine Frau schläft jetzt. Du machst doch sogar jetzt die Augen zu, wenn du nur dran denkst. Machst du ja, gedanklich stelle ich mich. Ja, ja, ja. Und dann schläfst du ein. Nein, ich schlafe dabei nicht. Da gehen so viele Sachen dann auf der Autobahn durch den Kopf durch. Und wir tuckern ja immer schön gemütlich mit 100, 120. Und das ist für mich so richtig Entspannung. Das ist so mein Wellness-Urlaub auf der Autobahn. Man kann übrigens auch mit einem Mikro Podcast aufnehmen, während man fährt. Dann kannst du laut nicht so denken. So viele Hintergrundgeräusche im Auto. Muss das Mikrofon eben irgendwie gut platziert sein. Du bist doch hier der Technik-Experte. Ja, aber kein Podcast-Experte. Ja, aber das kann man so bestimmt finden. Mikro, dass man dann im Auto... Ja, was soll ich meine dunkelsten Geheimnisse, die ich immer denke, da einfach jetzt so verraten, nur 800 Kilometer lang? Kannst ja im Podcast sprechen, ohne zu verraten. Dark Vendor! Oh, wie schön. Nein, nein, du hast sogar einen Titel. Dark Vendor. Ja, wie cool ist das denn? Nee, nee, nee. Darf. Und dann sitzt du da, ja, sogar da und singst einfach nur laut. Ja. Habe ich gesagt, singst? Singst, ja. Ich sing dann da laut. Ich sing in laut.
in der Weihnachtsbäckerei. Und ganz Deutschland hört zu. Genau, richtig. Da könnt ihr auch wieder Radio. Denkst laut. Ich mache dann Radio, WLAN-Radio heute. Aber ist doch toll. Ich finde das gut. Ja. Aber du willst Stille, okay. Ja, ich... Ich höre Podcasts und trinke Red Bull, damit ich wirklich nicht einschlafe. Podcasts sind schon gut. Und wenn Podcasts auch nicht mehr ausreichen, dann muss ich Musik hören. Das ist dann... Und zwar, wo ich bei singen kann. Das ist dann die letzte Waffe. Bei mir ist das halt alles so im Kopf. Das ist so wie... So interner. Da können wir gucken, wer Gamer ist. So wie bei Ner'zhul, beim Lich King im Helm. Als Arthas und der Lich King, ne, eins geworden sind. Bist du Bescheid? Ist das Kinderprogramm? Nein, das ist World of Warcraft. Aber das ist... Ah! Leroy! Leroy! Yo, was kennst du das denn? Hallo? Mein Sohn war schwer World of Warcraft abhängig, seit er 12 Jahre alt war. Ja. Yeah. Okay. Und hatte aber trotzdem irgendwie Abi geschafft. Das fand ich echt eine Leistung. Hab ich auch. Sisse. Ja, also die Gamer, finde ich sowieso, sind die besten, kreativsten. Und ich kriegte ihn nur dazu, mit mir spazieren zu gehen mit dem Hund, wenn er mir dann die ganze Zeit von World of Warcraft erzählen durfte. Da habe ich unheimlich, das war wie ein Podcast. Wenn du jetzt meine ältere Tochter hier fragen würdest nach Atnef, dem Zwergenkrieger. Okay. Das waren nämlich immer ihre gute Nachtgeschichten, die ich ihr hatte. Oh, wie schön. Aber das war dein Avatar. Das war mein Avatar und ich habe ihr genau die Geschichten erzählt, die ich in dem Spiel dann erlebt habe. Und das fand die immer so spannend. Ja, bis du dann halt irgendwann eingeschlafen bist. Aber die hat dann immer gesagt, und morgen geht's auch mit Atnef dann weiter. Schön. Also, ne? Ja, genau, richtig. Du hast dir echt einen Zwerg genommen. Ja, ich habe einen Zwerg genommen. Atnef heißt, ist andersrum für Wender. Also da war ich wieder nicht so kreativ. Ja, aber ist ja gut. Hörte sich an, so Atnef. Und gibt's den noch? Den gibt's noch, aber ich bezahle nicht mehr. Das heißt, der ist eingefroren. Aber du könntest ihn wieder auftauen. Ja, die werden ja verrückt, wenn sie die ganzen Abhängigen da einfach die Accounts löschen würden. Also die kommen ja jedes Mal mit, hey, und wenn du mal wieder anfangen möchtest, kein Problem. Fang einfach da an, wo du aufgehört hast. Plus Bonus A, Bonus B, Bonus A. Immer so. Oder immer so, oh, okay, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder, ne? Ja, dann denke ich mir wieder auf andere. Immer wenn ein Update kommt, ne? Ja, ja, so ein, ja, jetzt gerade ist auch wieder, weißt du, überall zu Weihnachten Shadow Dance, ja, okay, heißt das jetzt, wenn wir da Geschichten sehen, in jedem YouTube, überall in der Werbung und so weiter, weil die wissen ja interessensbasierte Werbung, ne? Da wissen sie, an wen sie es ausspielen können. Mhm. Und ja, also ich finde diese Aufmachung von diesem Storytelling, was sie haben, das finde ich übrigens. Das könnte auch ein sehr wichtiger Aspekt sein in einem Podcast, finde ich. Storytelling halt. Ne? Natürlich. Ja. Also. Aber eben im Unterschied zum Hörbuch ist es beim Podcast so wie wir ja jetzt auch reden, das sind immer nur so ganz kurze Storys. Wir erzählen ja jetzt auch Geschichten, aber es ist immer nur so 2 Minuten oder so, dann kommt wieder was Neues. Und bei einem Hörbuch, ich höre ja auch Hörbücher im Auto, aber das ist dann schon manchmal ein bisschen verkehrsgefährdend, weil wenn ich dann so ein richtig cooles Stephen King Hörbuch höre oder meine schlimmste Droge von Frank Schätzing, Frank, die Tyrannei des Schmetterlings, das habe ich schon 3-mal gehört und das sind 40 Stunden einmal. 40 Stunden? Aber dann bin ich so konzentriert in dem Buch, dass die Straße ist dann nur noch Kulisse. Ne? So, das nicht so wichtig. Also von daher sind Hörbücher im Auto schon zweifelhaft wegen der Verkehrssicherheit. Aber Podcast, da kann man auch mal 2 Minuten weghören. Das sind so kurze Storys. Du könntest ja zusammenschneiden und ab und zu mal einfach hier Ninja Cat reinlaufen lassen. Kennst du diese 10 Stunden auf YouTube? Ninja Cat? Nein, kennst du nicht? Ja, was meinst du? 10 Stunden Ninja Cat. Ich kenne nur 11 Stunden Study with me. Habe ich ja heute drüber geschrieben. Aber Unicorn kennst du. 10 Stunden Unicorn. Nein, ich bin kein Mädchen. Ist das was für rosa Mädchen? Nein, also geht's ja wohl gar nicht. Ich stelle einfach hier vorne und ich bringe die dann hinterher hoch. Das ist kein Problem. Ich muss sowieso hier mal Bier tanken. Ne? Aber das kann man. Wenn ich hier ein Bier holen, dann kannst du mal den Leuten was Vernünftiges erzählen. Komm, ich zapf dir eins. Wir können ja hier Pause machen, kurz. Pause, oder Bier, so. Bierpause. Ja. Dann siehst du aber kurz Unicorn. Das kennt eigentlich jeder. Ach, das ist ja schrecklich. Nee, sowas.
Das geht jetzt 10 Stunden. Mach mal auf den Fernseher. Ja, das ist ja hier, ne? Das können wir so reinschneiden. Ja, aber das könntest du jetzt noch direkt. Das läuft jetzt, muss ich. Nee, direkt hier nicht. Das ist immer die hier. Das geht nicht. Ja, ich müsste sonst hier so. Du kannst nicht zweiten Bildschirm freigeben. Doch, der läuft ja die ganze Zeit. Das, was ich auf dem Monitor habe, wird ja auch mitgestellt. Achso. So, das geht jetzt die ganze Zeit. Also wenn ihr mal eure Kinder quälen wollt, weil die irgendwas angestellt haben in der Schule. Das, fesseln. Aber Ninja Cat ist das Übel. Fesseln und dann müssen sie sich das angucken. Auch 10 Stunden lang dieses hier. Und ab geht's. Boah, ist das übel. Zeig nochmal, wie das aussieht. Oh, ist das übel. Da habe ich auch was Besseres. Oh, ist das so übel. 10 Stunden lang, wenn das... Das hält man ja nicht im Kopf aus. Ja. Und boah, das ist Folter. Ja, das hat fast 8 Millionen Aufrufe. In, Guantanamo. Das kann sein. Also, wie heißt denn meiner, über den ich heute geschrieben habe? Study with me. Warte mal, der heißt, ich bin ganz hingerissen von dem, der heißt James Scholz. James? Ja, James Scholz. Scholz. Das ist jetzt mein Vorbild, wo ich dachte, oh, wir können doch eigentlich auch sowas machen. Live, oder was? Ja. Und der macht eben, ich glaube, einmal in der Woche. Das war das Bild, was du drauf hattest heute. Mhm, ja, genau. So, ne? Und der macht einmal in der Woche... macht er ein Live-Video, wo er studiert. Und jetzt rat mal, wie viele Stunden? Ja, weiß ich nicht. Auch 10 dann, weil das Maximum 11, ist. 11, ja. 11? Ja, es geht länger. Manchmal auch 12. Ja, ist cool. Nicht 10 Stunden. Achso, ich dachte, 10 wäre was geändert. Ja. Aber auf jeden Fall ist die ganze Zeit... Du kannst also, wenn du jetzt für die Uni lernen musst, ne? Ja. Dann kannst du dir auf dem Handy, kannst du dir dann ihn neben dich legen... Wie so ein Tamagotchi. Und die ganze Zeit läuft Regengeräusch. Das liebe ich, dieses Regengeräusch. Mhm. Ja, lauter mal kurz. Oh, der macht immer Regengeräusch. Und ich liebe nicht so sehr wie Regengeräusch, weil ich dann immer so froh bin, dass ich drin bin und dass es warm und trocken ist. Weil wenn es draußen regnet, das finde ich immer total toll. Okay. Und dunkel. Dunkel und Regen, das ist der Knaller. Naja, auf jeden Fall... lernt er 11 Stunden lang dann da und du kannst ihn dann wie so ein Tamagotchi neben dir liegen haben, kannst dann dein Ding machen. Hier steht ja auch aktiv seit 6 Stunden. Jo. Also wer sich hier beschwert, dass wir 57 Minuten gerade auf dem Dacho haben. Ne? Jo, das ist gar nichts. 6 Stunden. Und da manchmal kommt seine Katze und springt dann hoch, dann streichelt er die, alle warten immer auf die Katze. Aber der war auch seitdem er angefangen mit dem Livestream nicht mehr beim Friseur, kann das sein? Der hat immer jetzt, der wird immer besser. Also er sieht ja echt süß aus, ne? Ich finde, der ist richtig, richtig. Der wird er sein, 23 oder wie? Keine Ahnung. Studiert? 17, 23, 28, ich weiß es nicht. Hm. Irgendwas, was viel jünger ist als ich. Aber der stylt sich dann auf so eine coole Art, weißt du? So ein bisschen, ich weiß nicht, ob das Hip-Hop-Style ist, aber eben diese weiten Sweathosen hat er ja immer an, die so, ne? Schick sind. Und seine Haare macht er jetzt immer anders, mal mit Gel so hochgestellt. So. Jetzt könnte man auch wieder einen Werbelink hier machen. Finde ich gut. Du, der hat, guck mal hier, aktuell. Ja. Aktuell 1913 Zuschauer. Ja. Jetzt gerade. Und da, guck mal, hier hat so einen Timer da. Genau. Wie lange der noch macht, oder was? Nee, wenn der Timer zu Ende ist, dann gibt es eine Pause. Dann steht er auf und geht raus und holt sich was zu essen oder so. Man muss ja alle 45 Minuten immer Pause machen beim Lernen. Aha. Sonst geht nichts mehr in den Kopf. Also ich habe immer den Tag vor der Klausur gelernt. Und dann 24 Stunden. Ja, 24 Stunden lang, genau. Ja, ungefähr 11 so. 24 Stunden, lächerlich. Ja, ehrlich. Also ich stehe 45 Minuten aufstehen. So, aber wir stehen mal ganz kurz auf. Bierchen holen. Ist ja auch eine Stunde um. Wir haben jetzt eine Stunde um, wir müssen jetzt lange eine kleine Pause machen. Also, Werbeunterbrechung. Wir können das auch so lassen. Nö, das machen wir nicht. Wir können ja jetzt Ninja Cat. Aber guckt mal bei YouTube James Scholz. Genau. James Scholz, Study With Me. Also, der hilft einem zu lernen. Bis gleich. Und sagt nichts. Das können wir erstmal mal fortsetzen. Ne? Ja. Er studiert immer noch. Aber er hat nur noch ein paar Sekunden.
Guck, wir sind jetzt gerade. So, jetzt, genau. Jetzt steht er gleich auf. Seine Pause beginnt gleich. Er freut sich schon. Ich möchte mal gerne wissen, was der studiert. Ich weiß gar nicht. Wir können ja mal den Monitor ranzoomen. Da sieht er aus wie. Da gibt es noch einen, der ist super beliebt. Er studiert Medizin. Der studiert aber immer nur 3 Stunden. Ah, jetzt spricht er. Spricht. Es spricht. Es kann sprechen. Ey, sieh los. Ah, Kameras, Bitch. Okay. Guck mal, ist der nicht hammersüß? Der ist doch so niedlich, oder? Ich finde, der ist wirklich. Was soll ich denn jetzt dazu mit dir sagen? Wenn der älteste Tochter sieht, du, die ist ja sofort schon verliebt. Ne? Der ist doch wirklich, oder? Doch, das kannst du auch. Ich kann auch sehen, wenn eine Frau attraktiv ist. Der ist doch wirklich super niedlich. Findest du nicht? Ich weiß nicht, also lass mich kurz mal im. Guck doch mal! Lass mich in den Spiegel gucken. Ja, du müsstest nur die Haare ein bisschen wachsen lassen. Nein, habe ich schon probiert. Ich habe zu dünne Haare. So geht das bei dem. Also ich kann das so nicht. Auf jeden Fall finde ich den wirklich. Ich habe Kurt Cobain Haare, wusstest du das? Siehste. Ich habe Kurt Cobain Haare. Ja, dann lass sie doch wachsen. Aber dann muss ich mir auch tätowieren lassen. Aber Gitarre spielen kann ich. Guck. Na, angezogen sieht das ja keiner, dass du nicht tätowiert bist. Stimmt. Hat übrigens ein Kollege von mir gesagt, der sehr tätowiert ist. Du siehst ziemlich blass aus ohne Tattoos. Im Gesicht. Was gegen die Blässe. Können Sie mir was gegen die Blässe tätowieren? Mich würde mal interessieren, welches Programm der jetzt benutzt, um diese Overlays hinzubekommen. Er nimmt ja immer aus dem Chat. Okay, ja, genau. Also diese Dinger da rein, ne? Ja. War ganz cool, was er da verwendet. Das stimmt, das ist cool, ne? Ja, ist ja also von dem kann man einiges lernen. Der hat also als Gamer mal angefangen irgendwann, aber nie viel gemacht. Vor 8 Monaten hat er dann angefangen mit diesen Study with Me Live Videos. Und vor 3 Monaten, also es waren immer nur so 100 Aufrufe, der hat nie was gemacht mit Funnel oder was. Und dann vor 3 Monaten hat wohl irgendjemand das dann empfohlen. Hm. Ne? Durch Corona sind die ja sowieso jetzt unglaublich beliebt, weil die Menschen ja so einsam sind zu Hause. Ja, und jetzt hat er richtig viele. Und die am beliebtesten ist, am erfolgreichsten ist, ist auch eine Asiatin, ein Mädchen. Und nur die liegt mir nicht so. Die hat so komische Musik. Er hat ja immer nur Regen. Regen finde ich cool. Aber da sind wir eigentlich weit weg jetzt wieder vom Podcast, oder? Weil, nein. Weil aber das ist doch visuell. Weil du machst das ja, und gut, du hast Regengeräusche. Die kannst du aber auch so anschmeißen. Mhm. Aber du guckst ja, du hast das ja trotzdem dann an. Also diese, wie viele Leute sind das jetzt hier? 1800 Zuschauer und der hat 37.000 Abonnenten. Die machen das ja, weil sie das Bild haben. Ja, das hat jetzt ja diese Funktion. Ne? Wie gesagt, ich kann selber lernen und mich A, damit trösten, ich bin nicht alleine, ja. Und B, eben mich auch dazu zwingen, wirklich lange zu lernen, weil er mich motiviert dazu, wie so ein Trainer, ne? Bleib einfach dran, halt durch. Okay. Und das ist ja die Funktion beim Podcast. Jetzt macht er nur 10 Minuten Pause und dann fängt er wieder an, da 45 Minuten zu lernen, ne? Ja. Aber was lernt er denn dann? Ja, ich habe Medizin. Das lerne ich in 45 Minuten Medizin. Okay. Aber ganz Medizin. Ja. Weiß ich auch nicht. Astronomie. Ich weiß nicht, was da draus steht im Buch, aber die haben bestimmt ja schon mal gefragt. Quantenphysik vielleicht. Ja, Quanten. Kannst du Quantenphysik? Quanten habe ich erfunden. Ach so. Das gibt es eigentlich gar nicht, aber lass die mal ruhig alle denken, das wäre was Vernünftiges. Genau. Das einzige Vernünftige ist der BVB. Ach, guck mal hier. Stimmt, da sagst du was, ne? Prösterkern. Ja, Prösterkern. Also auf, ne? Warte, drehen. Prost, guck mal, ich habe schon wieder keine Krone. Ja, das liegt daran, weil du hier immer diesen Halb-Halb da machst. Nein, der Güte. Halb-Halb. Was sagt ihr zu Halb-Halb-Bier? Und vor allem trinke ich immer alkoholfreies Fiege, also Bochumer Bier. Und das aus einem Dortmunder Glas. Ja, ich meine, gut, also das ist ja in Ordnung. Bochum, zweite Liga. Ich mag ja Bochum auch. Okay. Mag Bochum auch. Also das ist so, pass mal auf, wir könnten ja jetzt noch als Rest, könnten wir jetzt noch praktisch werden. Also sagen wir mal, ich mach den mal hier, Tausenden von Leuten, die uns zuhören, denkt jetzt, so einen Podcast starten, könnte ich ja auch mal probieren. Ich meine, es hat ja nichts, wie gesagt. Und wenn niemand zuhört, ist ja auch egal. Das ist ja sogar beim Podcast noch viel ungefährlicher als beim Video. Beim Video wird man ja gesehen, da können die Leute Kommentare schreiben, bist du hässlich oder was weiß ich. Okay. Beim Podcast
kann nun wirklich nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass gar nichts passiert. Mehr kann nicht passieren. Willst du es technisch mal zeigen, wie du es in den Steady News einbaust? Ja. Ja, wohl dann. Können wir denn dann den Bildschirm jetzt richtig freigeben? Der Bildschirm, der läuft die ganze Zeit schon mit. Ich verstehe das nicht. Wenn ich jetzt gleich auf Pause gehe. Hier hinten ist doch die Camtasia-Software. Ja. So, die zeichnet diese Kamera auf und ja, die zeichnet das gesamte Bild die ganze Zeit schon auf. Ah, okay. Also da musst du das Video nachbearbeiten. Ja. Aber können wir nicht einfach machen, dass wir jetzt den zweiten Bildschirm freigeben und uns nicht mehr sehen und dann ist gut oder nur ganz klein? Ich brauche doch nur die Stelle eben, das ist keine... Ist keine Arbeit? Mhm. Okay, gut. Ja, da muss ich mich jetzt an mein Passwort bei Buzzsprout erinnern. Also es gibt natürlich jetzt nicht nur Buzzsprout, boah, diese Gamer-Maus ist ja empfindlich, ja, sondern es gibt auch viele andere. Also als erstes, wenn ihr wirklich überlegt, könnte ich ja mal machen. Das Passwörter verpixel ich auch und so, ist kein Problem. Wie, was? Das hat Passwörter und so oder Anmeldenamen und so, kann man hier auch wunderbar verpixeln und so. Ist auch, boah, ist die empfindlich, die Maus, da ja, kann man ja gar hallo, nicht hallo, du musst ja auch schnell sein, ja, der, gerade dann. So, Login. Das müssen wir auch mal machen, oder? Eva beim Spielen. Das müssen wir machen. Ja, das müssen wir machen. Das wäre das langweiligste. League of Legends oder so. Oder, das oder, langweiligste auf der ganzen Welt. So. Ich bin auch selber gespannt. Weil ich habe das, wie gesagt, auch noch gar nicht gemacht, sowas. Ich habe mal mit irgendeiner kostenfreien Software habe ich mal gearbeitet. Diese hier ist auch kostenfrei. Wenn man, ja, wenn man eben... warte mal, was war das nochmal? Warte, Buzzsprout, dann kann ich euch gleich das Pricing auch zeigen. Also das ist wie beim Mailchimp, ich habe es erstmal kostenlos. So, das ist jetzt mein Dashboard. Achso, da oben musst du sagen, nicht jetzt, dann wird es nicht gespeichert. Mhm. Das ist mein Dashboard, ja, und da steht eben dann auch irgendwo, was ist da für Möglichkeiten gibt mit den Zahlen. Also ich hatte es erst kostenlos, um es auszuprobieren. Ach so, jetzt weiß ich. Wenn man es kostenlos nutzt, dann werden immer die Folgen, die älter sind als ein halbes Jahr, die werden dann gelöscht. Aha. Und ich hatte ja angefangen... aber das heißt ja auch, auf der Website sind die dann weg. Wären die dann weg, genau. Ich habe angefangen am 1. Juni. Ist auch wichtig zu wissen für die Leute, wenn die das in die Website einbauen und dann ein halbes Jahr später ist das... Ja, das steht da ja. Also wenn ich mir die Preismodelle angucke, steht ja, was man kriegt. Gibt es da nichts kostenfreies, Amy? Komplett kostenfrei? Nicht, wo du iTunes umsonst hast. Also nochmal kurz, was ist dieses iTunes? Mit iTunes fing das alles an. Ihr wisst ja, Apple, ne, ist ja kein Unternehmen, ist ja eine Religion. Und alle Nerds waren immer Appleianer. Hm. Und als das dann losging mit diesem Podcast, wo eben die Techies dann auch wirklich sich untereinander beraten haben in irgendwelchen Tech-Sachen, IT-Sachen, da haben sie dann eben mit Apple auch zusammen das entwickelt. iTunes, ne, was ja Steve Jobs dann erstmal irgendwie so als Alternative zum Sony Walkman erfunden hatte, wo dann plötzlich dann irgendwie ein Computer dann auch sowas war wie ein Walkman, wo man dann seine Playlists machen konnte und so. Und da haben sie dann eben auch gesagt, boah, komm, lass uns doch mit so einer speziellen Geschichte dann auch die Möglichkeit geben, dass wir als Sender, so wie wir ja Blogs machen in Text, dass wir da eben auch über dieses iTunes eben dann auch selber unsere Audioformate hochladen und verbreiten können. Okay. Ja, und bis heute ist iTunes also das Herz der Podcasts. Man kann zwar heute auch woanders veröffentlichen, Spotify ist an die Decke gegangen. Ich selber bin eben auch bei Spotify mit diesem kleinen Dingen. Mhm. Ich hätte es umständlicher haben können, ich hätte mich richtig einarbeiten können und hätte das alles auch kostenfrei haben können. Aber weißt du, für das bisschen, was ich zahle, habe ich mit nichts was zu tun. Mhm. Was hast du 10 Euro ausgesagt? Ja, ich glaube, wir können ja mal eben hier gucken gehen. Oh, diese Maus ist aber echt doof. Gar nicht, du musst sie einfach nur nicht so empfindlich einstellen. Du kannst sie hier, guck mal hier, wenn du hier, soll ich hier einmal ganz kurz, du bist bestimmt hier oben aufs Rädchen gekommen. So, aber das ist die richtige Geschwindigkeit jetzt, oder? Ja, jetzt ist anders. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht?
Ich habe den langsamsten Modus eingestellt. Ja, der ist schön. Ja, der ist schön, der langsamste. Ja, okay, ja gut. So, warte mal, wo steht denn meine Zahl? Ach, herrlich. Damit komme ich klar. Okay, okay, gut. So, man kann zum Beispiel auch hier Sponsoren adden, da habe ich mich aber noch nicht mit beschäftigt. Assassins. Das ist bestimmt ganz unten im Fußbereich. So wie die ganzen Hersteller. Nein, guck mal, da ist gar nichts. Mal so schön mal Pricing. Ja, kommen wir gleich zu. Setting. Kommen wir gleich zu. Zeig doch mal, okay, wie okay, du okay. das einbauen würdest. So, also. Wie gesagt, ich habe dann Anfang Juni habe ich dann angefangen damit und hatte mir vorgenommen, ich mache jetzt einen ganz kleinen Podcast, der so lang ist wie eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ja. Ne? So, dass ich nicht an eine schicke, sondern eben wer so hören will, kann so hören. Ja, so fing das dann an und dann habe ich das jede Woche eben fortgesetzt. Wie man dann auch sieht, wird es jetzt so ein bisschen länger. Hier hatte ich schon mal über die Stränge geschlagen mit 4 Minuten. Ja, und jetzt 6:37 da oben. Ne? Also ist, genau. Ja. Und jetzt sind schon 3 Minuten. Wo? Ja, ganz oben. Duration, 6:37. Ach so, ja, da ist es ja. Mhm. Meine Sünde, die letzte, ne, so wo ich dann erzählt habe. Mhm. Fandst du sie interessant? Ja, ich habe es gehört. Ich habe die 6:37 gehört. Hast du durchgehört. Sehr schön. Ja, und dann gehen wir mal da drauf. Also ich mache das so, dass ich mit meinem Smartphone, das auch fragen. Ein gutes Mikrofon hat. Ja. Da habe ich mir dann auch noch so verschiedene Diktiergeräte runtergeladen und ausprobiert. Aber jetzt nehme ich doch das, was da einfach drin war. Das war am einfachsten. Also du hast kein Draufsteckmikro noch irgendwie? Nichts. Okay. Ich bin quick and dirty. Und dann kannst du ja direkt von diesem Mikrofon im Smartphone, gehst du dann auf diesen Haken mit Senden. Mhm. Und dann sende ich das eben über meine Dropbox direkt als Datei. In meinen Ordner, Dropbox-Ordner, Audiodateien. Hm. Und eine Minute später ist es da und gut ist. Okay. Dann gehe ich eben hier in Buzzsprout und kann hier eben eine neue Episode anklicken und kann das dann hochladen. Das sieht dann so aus. Also wenn man es eben live abhört, das kann man dann hinterher in meinem Blog auch. Ist dann einfach nur, ne, dann lädt man nichts runter, man klickt nur auf Play und das war's. Mhm. Ja, und dann schreibe ich eine kleine Description dazu. Die übernehme ich dann auch mit Copy-Paste dann im Blog. Das geht ganz schnell. Ja, es gibt einen E-Mail-Link zu der Episode, also dass man den einfach irgendwo verlinken kann. Direct-Link zu MP3. Okay, ja, alles klar. Und dann eben einbetten. Ah ja. Und da hat man dann diesen Code und kann den dann direkt... Das ist übrigens HTML-Code für die das halt noch nie gesehen haben. Ja, also wie ein YouTube-Einbettungscode kann man den dann, wo kann man den überall einbetten? Also im Blog oder noch? Ja, in die eigene Website kannst du noch einbauen. Gibt es denn noch? Gibt es noch irgendwas, wo man den einbetten kann? Also eigentlich nur, wo du selber Zugriff auf den Code selber hast, ne? Eigentlich nur Seiten, ne? Textseiten, ne? Ja, Posts. Du kannst ja nicht bei Facebook, ne, oder? Jein. Facebook? Also Facebook würde sich hieraus immer den Dateipfad selber nehmen und daraus eine Vorschau machen, wenn es geht. Also, ich glaube, das geht noch nicht mal. Bei Facebook kannst du auf jeden Fall auch, wenn ich jetzt mal Amazon-Code also, oder Affiliate-Code irgendwie nehme und will ein Bild eigentlich einbauen, okay. Dann nimmt er sich immer den URL zu diesem Produkt und macht daraus selber ein Vorschaubildchen. Also der guckt immer nach dem Pfad, was das Endziel ist. Das macht Facebook zum Beispiel. Okay. Wenn man sowas nicht machen will, dann muss man halt vorher ein Bild hochladen, wenn man ein eigenes irgendwie verwenden will. Also, aber ja, sonst sind diese Diffs, die muss man wirklich in seine eigene Website einbauen lassen. Ja. Also, ja. Aber das ist ja wirklich ultra einfach. Es ist so einfach. Hier kann man es dann bearbeiten. Ne? Also es ist wirklich für Laien, also ich würde mal sagen ab 8. Hm. Aber du machst keine Transkripte darunter, ne? Also, nee. Warum machst du das nicht auf der Seite? Weil das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Das ging auch. Also ich habe auch eine App, wo ich das machen kann. Die heißt ja sogar so, ne? Die heißt ja so. Ja, genau. Hatten wir schon drüber gesprochen. Ja, genau. Die heißt nur dann fehlen dann die Satzzeichen. Ne? Die sagt man dann ja nicht bei einem Podcast. Also normal, wenn ich da reinspreche in diese Transkriptions-App, oder wie heißt das? Auf jeden Fall in diese Transcript-App. Dann sage ich dann ja immer, und sie ging weg, Komma, und dann blieb sie stehen, Punkt, und sie dachte, was ist denn das, Fragezeichen. Hm. Also da spreche ich das ja immer alles mit. Ja. Und das fehlt dann ja.
Also, was ist denn das? Es hat ein Fragezeichen. Guck, oh, guck mal, hier machen noch Punkte. Das gibt's doch nicht. Ah, hier, guck dir das an hier. Ne? Der hat von sich aus von ein sich Fragezeichen. Aus. Nee, ich habe doch Fragezeichen gesagt. Da, gesagt, Fragezeichen. Das hast du nicht gesagt. Ja, das stimmt ja auch nicht. Guck, Punkt hat er gesetzt. Ohne ja, aber der kommt doch gar kein Fragezeichen hin. Ja, aber da kommt auch kein Punkt hin. Hat er? Wieso ignoriert er mich? Der spricht nur, was du sagst. Sag mal nur, was ich mache. So, siehst du? Er kennt nur mich. Ha! Das ist ja, du hast den abgerichtet. Das ist ja ein Sklave. Siehst du, das hast du jetzt gesagt. Und er hat den Punkt selber gesetzt. Cool. Welche App ist das? Ja, die du mir empfohlen hast, ist das. Ach, das ist meine App. Ich wusste gar nicht, dass die so gut ist. Und guck mal, lachen. Ha, ha, ha. Ähnliche Geräusche wie Hundegebell. Das bin ich oder du? Nee, du hast gelacht, komm. Woher hast du gelacht? Du hast angefangen. Meine, was ist Lachen? Rhythmische Kontraktion des Bergfels. Ich glaube, ich bin eher so wie ein Huhn. Ich glaube, der Hund muss... Aber der erklärt, was Lachen ist. Ja, hat also, er ein anderes Lachen? Warte, jetzt lache ich noch. Nee, ich kann nicht auf Kommando. Naja, okay, gut. Auf jeden Fall, das ging natürlich auch. Die kannst du ja jetzt auch eben irgendwie senden und dann hast du es auch. Dann kannst du unter deinem Podcast aber noch den ganzen Kladderadatsch als Text auch noch drunter machen. Gut, ne? Das ist wirklich ganz gut. Was hast du noch als Fragen? Das Geld jetzt. Log dich nochmal aus, weil dann sehen wir nee, das brauchen Geld. Wir nicht. Wir machen mal einfach Bass. Oder so, ja. Was braucht Money? Give me your money. Pricing. Yep. So, Pricing. Da haben wir, genau. 2 Stunden im Monat sind kostenlos. Also das, was wir ja hier machen, wir haben jetzt 1:15. Wir bräuchten ja definitiv, wenn wir das einmal die Woche machen, sind es 4 Mal. Ach, das war bei SoundCloud, wo das nach einem halben Jahr sich selbstständig löscht. Nee, das steht hier nicht drin. Hier nicht. Hier ist es eben nur 2 Stunden monatlich und für $12 im Monat. Aber hier ist so ein Stern. Siehst du das hier? Ads, Ads on Podcast, Website. Auf der Website. Du hast Werbung in den Podcast. Auf der Website, aber nicht auf dem Steady News. Sondern das ist dann, da geht ja eh keiner hin. Ah, okay, das ist damit gemeint. Okay, und ab $12 im Monat, das, du bezahlst ja nicht, ne? Du hast jetzt free, get started free. Genau, nee, ich habe jetzt... Jetzt hast du die, 3 Jahre. Also genau. Für 3 Stunden so, im Monat. Das sind $12. Das reicht dir, ja? Gut, mit den 3 Monaten. Im Moment schon, aber wenn wir jetzt anfangen würden, ne, 4-mal irgendwie 1,5 Stunden oder so, ne, dann müsste ich... 18! Ah, das ist schon mal $18 Nein, im Monat. Nein, 24, wenn 12 Stunden sind im Monat. Wieso? 4 mal 2 sind 8? Ja, stimmt. Da reichen 6 nicht. Na, ein bisschen radikal. Nee, wir machen nur YouTube-Video. Sicher. Das ist zu teuer. Ja. Nee. Und was dieses Magic Mastering ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. At Magic... Mastering. Die schicke mir das auch immer, aber irgendwie ist mein Englisch zu schlecht. Ja, wahrscheinlich, dass der Sound irgendwie besser gemacht wird oder so, ne? Wahrscheinlich. Das wird das wahrscheinlich sein. So, ja, dann kann man natürlich irgendwie... Ah, Customize Your Player ist auch dabei. Du kannst also das bestimmen, welche Farbe und so du hast. Ja, das kann man auch. Aha. Ja, Player anpassen kann man auch. Dann... Und ja, du hast ja auch eigentlich selber gar keinen Contentplan, ne? Du machst das einfach ja dann nur... Ich mache das nur spontan. Also meistens sonntags und dann morgen werde ich es wohl machen. Dann sitze ich da, ne, und überlege auch nicht lange. Ich rede dann irgendwas und dann geht das immer so. Bla 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 bla, interessiert kein Mensch, löschen. Bla 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 bla, interessiert kein Mensch, löschen. Und dann brauche ich dann 4, 5 Anläufe und dann habe ich es. Und dann, wenn ich sage, ja. Yeah, also wenn wir jetzt 4 oder 5 Anläufe bei 1:18 so bräuchten... Wir sind jetzt übrigens bei Aufnahme 4. Oh, bei Bier Nummer 12. Jetzt fängt es an, richtig zu gefallen. Set a background image? Das weiß ich auch was ist das denn schon wieder? Weiß ich nicht. Da kannst du hier deinen Hintergrund wahrscheinlich, da kannst du das Blaue oder so wahrscheinlich so, anders machen. Ne? So, das ist das. Ja, genau.
Und was ich zeigen wollte, also das hier, guck, das ist also diese Apple Podcast, ne? Ja. Also das Herzstück vom Podcast ist drin. Du hast nicht gesagt, du willst auch bei Google Podcast dann? Ja, die machen nicht mit. Habe ich schon ein paar Mal versucht, aber die, das ging irgendwie nicht. Wie, Spotify die? Bin ich drin. Wie, aber die können dir dann sagen, dass du da nicht mitmachen darfst, oder was? Die ist doch selber auf Englisch, wer hat hier studiert? Ah, qualify, follow prime. Okay, review your podcast, please title, description, das hast du ja schon. Hast du diesen Feed, hast du das eingebaut? Ist das eine Frage? Ja. Wie soll ich die beantworten? Hast du hier schon mal drauf geklickt mit Go to Google Podcast Manage Website? Nein. Mach doch mal. So, genau. Mach du doch! Hier, Moment, wer ist denn hier der? Also jetzt müssen wir erstmal deinen Account hier wieder nehmen. Das ist ja jetzt mein Account hier mit Podcast. Ach, jetzt ist die Maus so langsam. Oh. Nein, die ist super. Super. Ich mach mir mal wie so ein Rollator. Ich mach mir mal wieder meine Einstellung. So, jetzt ist wieder vernünftig. So, nimm erstmal deinen. Nein, mein. Genau. Ja, sag ich doch. Nein, mein! Nein, mein! Meins, meins, meins. So, weißt du noch auswendig? Ja, weiß ich noch. Cool. Ja. Gut. Ja, siehst du? So geht das. Vertrauen. Zack. So. So, jetzt musst du den Feed hier eingeben, den sie hier dir gegeben haben. So, Copy. Zack, zack. Reinfügen. Der schnell, ne? Einfügen. Nächster Schritt. So, prüfe. Feed-Vorschau. Bla, 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 bla. Das ist der Feed. Beschreibung. 10 von 30 Folgen. Nächster Schritt. Inhaberschaft bestätigen. So, ich gehe jetzt in meine E-Mail-Adressen und sage, das bin ich. Inhaberschaft ist bestätigt. Ach, ich starten. Oh, ich kann nichts machen. Zack, fertig. So, jetzt hast Dankeschön. Du. Dankeschön. Das hatte ich mir schon immer gewünscht. Also, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung vom Podcast, das muss ich wirklich dazu sagen. Ja. Aber ihr seht, wie einfach das eigentlich ja, ist. Ja, dann geht doch wieder mal auf Buzzsprout, ja. Dann sieht das jetzt noch schöner aus, ja, wenn du auf. Genau. Aktualisieren wir mal, das müsst ihr jetzt. Ist er noch nicht. Ja, ja, warte doch mal, erstmal aktualisieren. Aber es steht ja auch Get Listed. Okay. Es kann ja jetzt sein, ne, dass es hier irgendwann dazu kommt, dass sie jetzt prüft. Aber hier steht ja schon eine Statistik. Ne? Achtsamkeit und so weiter. Es kann jetzt natürlich sein, dass es nicht Echtzeit ist. Ne? Also, dass es nicht in der Echtzeit hier... Und da kann ich nicht draufklicken und machen, dass er dann auch listet. Nee, ne, die müssen ja erst prüfen. Hast du ja gerade gemacht mit Get Mehr geht nicht, ne? Gut. Das ist ja hier dieses Verfahren gewesen. Oh, zu Amazon Music will ich auch. Ne? Hier, check Google Podcast. Verify. Aber das hatten wir auch schon. That your podcast is in Google Podcast? Congratulations. Ja. Oh, ich bin drin. Nee. Vielleicht schon. Da, guck, listet. Jetzt bin ich drin. Yeah. Juhu. Ist da was noch was fehlt. Ist das geil? Komm her, da. Zack. Berühmten Google Podcast. Ja. Amazon Music geht eigentlich auch noch. Amazon Music mache ich ja. Also ich höre nur Podcasts bei Spotify. Musik. Warum bist du nicht überall drin eigentlich? Mir mal. Warum bist du nicht überall drin? Ja, weiß ich nicht. Das sind doch Pocket, was ist Pocket Casts? Bei TuneIn war ich und Alexa. Das ist meine App, da bin ich drin. Ah, okay. Das ist meine Podcast-App. Ach, damit hörst du selber? Hm, damit höre ich selber. Ah, okay. Okay. Also die sind einfach nicht so wichtig. TuneIn Alexa. Alexa ist so ein Amazon-Produkt. TuneIn, da höre ich immer mit Radio, mit Alexa, weil ich höre WDR5 und das machen die sonst mit der ARD-Mediathek. Wie viel Zeit lässt du dich denn am Tag beschallen? Sag einfach. Also das ist ja wie viele Stunden bin ich wach? Der Tag hat 24, sagen wir mal 16 bis 18. Nein. 16 bis 18 Stunden lasse ich mich beschallen. Ich gehe gleich nur zu Fuß bis zum Auto, setze mich rein. Und dann kommt wieder die Beschallung. Ich stehe morgens auf, sage guten Morgen Alexa, Beschallung. Also da, ich kenne keine Stille, nur wenn ich schlafe. Ja. Boah, da bin ich überhaupt nicht so. Aber da haben wir wieder, ne? Da haben wir wieder Yin und Yang, würde ich sagen. Tja, Männer. Ja, das ist eben hier dann, das wäre jetzt wieder für dich. Ne? So, hier kann man Sponsoren finden. Ne? Ja, wenn es ums Geld geht. Genau. Sparkasse, oder wie war das? Ach, und dann Podcast-Settings. Ja. Aber das ist ja alles selbsterklärend eigentlich. Ja, ne? Also genau. Die Software. Das war, das ist so simpel alles. Und dann hat man hier nochmal die Statistik. Ah, und du hast ein Backup auch. Habe ich auch gerade gesehen. Ein Backup kannst du machen.
Das ist so, ja, das hast du wahrscheinlich jetzt noch nicht, ne? Ein Backup hast du noch nicht dran gedacht, ne? Wie bei der Website, hast du auch noch nicht an Backup selber gedacht. Ich habe gedacht, ich muss mich um mich kümmern. So zahle ich den Geld. Ich brauche mich dann. Wo macht man denn Backup? Geh mal auf Podcast-Settings. Podcast-Settings. Und da Backup. Siehst du da? Submenüpunkt. Ach so. Da, Download Episodes. Wisst ihr? Launch Archive and Download Episode, Download your Artwork, Download RSS Feed, Download your Transcripts. Weißt du, da kannst du alles, was du mal gemacht hast, kannst du runterladen. Mhm. Wenn es denn gehen würde. Aber ich habe das ja alles in meinem Dropbox. Ja, eigentlich. Ich wollte es ja nicht sehen, was man da so machen kann. Auf jeden Fall kann man das machen. Und wenn man dann wieder guckt, eben wie sieht das dann aus, wenn man einen Blog hat. Ich würde ja sowieso immer sagen, macht euch auf jeden Fall einen Blog. Mhm. Weil Blog ist eben das, was einem selber gehört. Wenn man Social Media macht, bei Facebook oder was auch immer. Da können wir auch mal drüber sprechen, über Blog. Dann ist dann alles weg. Weil ich habe jetzt viele, auch immer Teilnehmer in Kursen, die immer mit Wix, Jimdo und was weiß ich was da unterwegs sind. Ja. Kostenlos. Wäre auch mal ein Thema, darüber zu sprechen. Genau. Warum WordPress oder warum Facebook nicht oder anders, wie auch immer. Ne? Ja, ja. Also wenn man nicht das Zeug runterlädt und dann wieder von dem eigenen Provider sagt man in dem Host. Fall, oder sagt man Host? Ja, also es kommt darauf an, wenn du jetzt auf Jimdo bist, dann ist das auch ein Host, also es ist ein Service-Dienstanbieter. Eben. Aber man ist halt geknebelter im Vergleich zu einem eigenen Rechner, den man wirklich auf einen richtigen Host. Ja, also ich würde das vielleicht unter nicht Provider? Nicht ganz richtig Host und richtig Host. Aber wie gesagt, das wird definitiv einen Rahmen sprengen, weil da kann ich mich richtig drüber auslassen. Ja. Die liefern sich aus. Ja. Aber irgendwann fällt es auf die Nase. Guck mal, da sind wir. Da ist es. Klar. Ja, da sind wir. Werbung nach 12 Jahren. Ja. Und übrigens ist mir aufgefallen, dass es gar nicht so viel Werbung ist, jetzt wo du da drauf bist. Das ist super. Hammer, oder? Das ist richtig gut geworden. Ja. So, und hier ist eben, wie gesagt, der kommt einmal in der Woche. Hier ist jetzt der letzte, den ich gemacht habe. Mhm. Und da ist dann eben hier dieses Eingebettete vom Buzzsprout. Mhm. Dann darunter ist es eben auch über Buzzsprout, ja, ne, automatisch. Hier ist es bei Spotify. Ist doch geil, oder? Ja, das ist sehr cool. Das ist doch richtig super. Wie gefallen dir eigentlich die... Und hier bei TuneIn. Verpasse keinen Ton. Und hier bei iTunes. Und iTunes, wie gesagt, da, perfekt, oder? Ja. Mehr brauche ich auch nicht. Ich brauche kein Soundcloud, das reicht. Wenn man zu viel anbietet, glaube ich, sind die Leute auch überfordert. Und so, das ist nicht zu viel. Wie gefallen dir eigentlich die datenschutzkonformen Teilenbanden? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Warte, hier, das hier, die warte, hier. Warte, ich guck ja. Ah. Jetzt müsste ich mal. Oh, ich habe schon ewig nichts mehr getweetet. Schon ewig. Oh, Eva. Kannst jetzt. Darf ich nicht? Doch, mach einfach. Ah. Guck mal, lautet deine E-Mail-Adresse immer noch so? Ja, mach einfach mal ja. Guck mal, mach einfach mal. Oh. Ich weiß nicht, wann mein letzter Tweet war. Kann man das sehen auf Twitter? Da ich twitter ewig ja jeden nicht mehr. Tag, ne? Jeden Morgen beim Frühstück. Ich sitze da mit dem iPad, lese dann über Feedly, lese ich dann meine ganzen News von über 100 Quellen, während ich beschallt werde mit WDR 5. Und die wichtigsten Nachrichten, was ist das denn? Die twitter ich dann und dadurch habe ich dann immer Stoff für Beiträge in Steady News. Guck mal, das ist mein öffentliches Archiv. Ich tweete die ganze Zeit automatisch. Mein Gott, das hast du mal irgendwann. Keine Ahnung. Nein. Guck, ich will jetzt tweete. Ich habe den Scheiß hier gemacht. Wie hässlich. Ja, guck mal, was ich die ganze Zeit tweete. Was soll denn das? Keine Ahnung, was das ist. Also jetzt, wo ich mal wieder auf Twitter bin, ich weiß gar nicht, wie lange war ich da jetzt nicht mehr drauf. Guck mal, ich habe trotzdem 1084 Follower, also wisst ihr Bescheid? Ich kann sogar Scheiße posten. Und die gehen nicht weg. Und die gehen nicht weg. Das ist echt viel. Gut, ne? Ja. Ja, ist das viel? 1084, ohne dass du da irgendwelche Tricks machst, ist viel. Oder hast du damals Tricks gemacht? Tricks? Ich habe nie Tricks gemacht. Aber ich glaube mal, die Leute, die mir da folgen, die benutzen Twitter wahrscheinlich auch nicht mehr. Also, Twitter, ganz ehrlich, für mich. Ich habe so, ich weiß gar nicht, 3000, glaube ich, Follower.
Ich hatte ja auch schon früh angefangen zu twittern, und aber mir ist das egal, wer mir folgt. SumAll, das ist auf jeden Fall eine Analyse-Software. Guck mal, die Website ist gar nicht erreichbar. Ach du dickes Ei, mach mal weg. Naja, kannst ja gleich machen. Genau, also da muss ich mal gucken, was das wohl. Ja, also immer mal gucken. So, nochmal. Also ein Podcast machen ist so simpel, das geht ab 8 Jahre. Man muss nur googeln können. Google ist unser bester Freund. Mhm. Googelt einfach Podcast, Hosting, Podcast, Dienste oder was auch immer. Ne? Oder wie fange ich an mit einem Podcast? Aber es sollte schon einen festen Tag geben, oder? Oder würdest du sagen, das ist Habe ich nicht. Du hast dann gesagt, du mal sonntags machst du es. Ja, aber dann auch mal Freitag, also wenn ich Zeit habe, auch mal Samstag. Also so. Das habe ich nicht geschafft. Hm. Wäre besser, wenn ich einen festen Tag hätte. Aber ich bin ja auch der Typ, der Echtzeit-Freak. Und ich habe immer eben, wenn ich es dann gemacht habe, muss ich es auch sofort veröffentlichen. Mhm. Sonst habe ich das Gefühl, es bringt Unglück. Ja. Dann wäre es nicht mehr authentisch. Aber wo, ich habe auf deinen Rat hin mal auf Twitch geguckt. Kannte ich ja auch nicht vorher, obwohl ich ja Gamer bin eigentlich. Ne? Also ja, Twitch. Zeig doch mal Twitch. Das ist ja eigentlich jetzt wie diese Study with Me. Nur in ich lasse das mal auf, damit ich das nicht vergesse, hier diesen Blödsinn da wegzumachen, was es auch immer ist. Aber wie fandest du Twitch? Gut. Ja, ist doch super, Doch, wirklich. Da müssten wir hin. Weil ich hab wirklich immer die ganze Zeit immer gedacht, Twitch ist so eine Kinderplattform. Einfach, ne? Das ist so Spiel, Kinder. Und die ist ja riesig. Ja, ja. Also riesig. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ne? Weil, kennt kaum einer. Ja, meinst du nicht? Also ist, so viele Leute, die da rumgamen. Immer. Ja, also. Wenn du jetzt guckst bei Wikipedia, ne, wie viele Nutzer die haben. Gut, Wikipedia ist ja veraltet, muss man dann mal anders gucken. Ja. Die ist riesig, gehört ja Amazon, weißt du, ne? Nee. Ja. Amazon hat die gekauft, so wie Facebook WhatsApp gekauft hat. Twitch. Amazon hat Twitch gekauft, und zwar schon vor vielen Jahren. Und deshalb ist das auch so gut mit AWS und so von Amazon. Ja. Also die haben richtig, richtig... Oder können wir einmal so einen Steady-News-Charakter machen oder so? Wir könnten dann Twitch-Kanal. Ich spiele Guild Wars 2 für euch. Und wir brauchen nichts spielen. Wir könnten das, was wir jetzt gerade machen, doch, live auf Twitch machen. Ich will spielen. Ich kann nicht spielen. Doch, wir spielen. Ich kann nur lachen wie ein... Wir stellen deine Maus schön wieder auf einen langsamen Modus und dann spielen wir mal. Wo ist der denn? Sie startet das Level zack tot. Wo ist Leroy? Ja, Leroy. Der war süß. Ach, den habe ich gegeben. Aber du kennst den Background aber nicht von Leroy, oder? Doch. Ja? Leroy hat es wirklich gegeben, und der hat irgendwas ganz Schlimmes zerstört. Leroy Jenkins. Was hat der denn gemacht nochmal? Der hat einen Raid gesprengt. Genau, der Raid. In eine Schwarzfelsspitze. Dann haben das alle nachgemacht. Ja, genau. Das war so herrlich. Sogar so weit, dass... Mach mal mit Leroy und Banküberfall. Blizzard hat ja diesen Leroy-Spruch als Erfolg in das Spiel reingebracht. So weit ist es ja gekommen. Das war ja toll, der Hammer. Ne? Ja, Hammer. Aber richtig gut. Richtig gut. Ich liebe World of Warcraft. Aber da sollten wir definitiv mal gucken, was wir mit den Steady News und Twitch auch noch machen können. Einfach mal so, just for fun. Einfach mal ausprobieren, was. Ja, und gerade junge Leute sind ja auch eventuell interessant. Die können ja auch, wenn sie dann uns 1 Euro oder was zahlen im Monat, können sie ja auch chatten mit uns. Also wenn du ein bisschen was zahlst. Nee, reden will ich mit Leuten. Stimmt, das wird einfach zu viel. Wir machen zu viel. Ich arbeite eh schon rund um die Uhr. Das wird einfach zu viel. Aber das ist eigentlich der Charakter von Twitch, dass du eben dann für Geld auch mit deiner Community in Kontakt trittst. Sonst ist das irgendwie nicht fair. Okay. Na gut, vielleicht rede ich mit einem. Okay, redet das einer? Wenn nur einer zahlt. Wenn das so schlecht ist. Ja, gut. Dann ist natürlich bei Twitch genauso schwer wie bei YouTube, dass da auch einer zuguckt. Aber ist doch egal. Ja. Und es gibt heute ja auch nicht nur... das ist das, was ich meine. Shadowlands. World of Warcraft und andere Games. Es gibt ja jetzt auch Gitarre spielen und was weiß ich für Sachen. Ja. Theaterspiel, Malen, wo sind denn jetzt nochmal die... Sollten wir uns auf jeden Fall mal widmen, finde ich, so thematisch. Ich finde das gut. Also ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, weil ich nur einmal kurz reingesprochen habe. Vor allen Dingen habe ich da so ein Video und dann kam auf einmal so Animation rein und dann hat derjenige sich bedankt und gesagt, hey, danke für 24 Monate oder so. Da habe ich gesagt, hä, für was? Also irgendwie, ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, ich blicke da noch nicht durch, aber es wird... Ja, das Beste ist natürlich auch alles auf Englisch, ne? Und die jungen Leute können ja auch alle Englisch, von daher weiß ich gar nicht... Ich wollte gerade sagen, Entwickler...
Partner, Presse, Twitch. Ich suche die Kategorien. Ist doch da Kategorie. Bist du doch. Ach hier. So. Ja. Kreative. Nehmen wir mal Kreative. Ja, sind ja nicht so viele. Das ist ja jetzt lächerlich. Ja, sag ich doch. Okay. Spielen, immer spielen. Survival. Ja, also, guck. Ach, das ist wieder Spielen. Ja klar, alles Spielen. Twitch ist Spielen. Nein, Wunder. Twitch ist nicht nur Spielen. Da, Twitch ist Spielen. Das, was ich gesehen habe, ist, guck mal, E-Sports, ganz groß. Kann mir mal jemand helfen? Das ist nicht nur Spielen. Hier, ja. Das ist hier Singen. Na, guck mal, ist nur für Erwachsene. Nein, mach mal. Los, was ist da los? Warum steht da nur für Erwachsene? Das will ich jetzt wissen. Ja, vielleicht zieht die sich aus. Was? Das mach, los, los, mach mal an. Nein. Ach, die ist seriös. Warum soll das nur für Erwachsene sein? Das stand da gerade auch. Ja, weil die irgendwas Sexuelles macht. Was weiß denn ich? Was macht die Sexuelles? Also, du siehst doch, dass die da DJ-mäßig unterwegs ist. Nein, die ist ja jetzt auch einfach anzuklicken. Da muss es sie nicht beweisen. Doch, da stand auch so ein Nein, stand da nicht. Warte. Ja, geh mal einen zurück. Und jetzt klick die nochmal an hier. Die hier. Ja, du willst nur auf die. Jetzt klick die nochmal an. Verdammt. So, guck. Jetzt mach doch mal, komm, ich kann das doch rausschneiden, komm. Siehst du? Gar nichts ist da. Ich doch gesagt. Ja, weil sie im Moment gerade schläft. Oder einen Freier hat. Oder was weiß ich. zu tun. Die muss ja auch arbeiten gehen. Du weißt doch, wie schwer es ist, Geld zu verdienen. Oh Mann. So, auf jeden Fall hat sie jetzt keine Zeit für uns. Nee. Ja, es gibt also Musik, es gibt zum Beispiel, hat mir ein Freund erzählt, so Kriegsveteranen aus Afghanistan, Irakkrieg, was weiß ich, die jetzt irgendwie wie so häufig als Sozialhilfeempfänger jetzt in den USA ihr Leben irgendwie fristen. Ha. Und die sitzen dann immer nachts und singen auf Gitarre traurige Lieder auf dem Sofa. Das ist der Hit. Ja? Ja, das ist, da musst du weinen. Das ist echt so traurig, das zu sehen. Weißt du, Soldaten, die irgendwie da, wer weiß, was für schreckliche Sachen erlebt haben und sitzen dann in ihrer Sozialhilfeumgebung. Ja, aber ich habe doch mein eigenes Leben, weißt du? Das eigene Leben. Du musst, Tamagotchis hatte jeder. Nee, ich habe die kaputt gemacht, die Dinge. Ach, du kennst Tamagotchis? Ich kenne Tamagotchis. Ich dachte, du bist zu jung. Du kennst noch Tamagotchis? Ja, ich kenne Tamagotchis. Okay. Ne? Ich gehe stark auf die 40 zu. Hallo? Kennt Tamagotchis? Ich weiß gar nicht mehr, wann es die gab. Auf jeden Fall waren das so kleine Plastikdinger und die musste man immer füttern. Nein, musste man nicht. Man konnte sie wegnehmen, von den anderen wegnehmen und man konnte warten, bis sie sterben. Und dann konnte man die wieder zurückgeben. Ja. Das konnte man machen. Oder drauftreten. Sag doch, Dark Vendor. Das ist gut. ja, sicher. Die armen Tamagotchis so reichen. Also, wenn ihr Lust habt, eben einen Podcast zu starten, hört auf mit diesem, das interessiert doch keinen. Das ist genau wie bei diesen Blogs. Ich weiß noch, wie ich damals mit Bloggen anfing und dann eben, da war das ja damals eben wirklich in Mode, sag ich mal, da wollten viele einen Blog haben und da haben dann Leute mir gesagt, ich habe jetzt einen Blog, ich habe schon so und so oft was geschrieben und da liest ja keiner, da habe ich ja nur 3 Aufrufe gehabt, niemand hat kommentiert. Ich habe gesagt, ja, wie oft kommentierst du denn in anderen Blogs? Hm. Ja, nie. Ja, und warum sollte dann jemand bei dir kommentieren? Ja. Also wenn man eben wirklich groß werden will, ist mindestens die Hälfte der Arbeit Netzwerken, genau wie bei Twitch. Ne, nur was reinladen ist das eine, aber wenn ich wirklich eben irgendwo Aufmerksamkeit will, das ist wie auf einer Party. Wenn ich auf eine Party gehe und verstecke mich da hinter einem Pfeiler oder hinter einer Palme, ne, und rede mit keinem, dann werde ich wahrscheinlich nach Hause gehen und sagen, was eine doofe Party, keiner hat mit mir geredet. Und so ist es eben auch im Netz. Also ich bin eben immer noch begeistert vom Bloggen. Mein Quassel-Kanal ist Facebook, also alles, was ich blogge, geht ja automatisch zu Facebook. Und bei Facebook unterhalte ich mich auch mit meinem Netzwerk, was ja nicht so klein ist, immerhin 3000 Leute. Gut, die sind natürlich nicht alle aktiv bei Facebook, aber es ist einfach schon immer wieder. Da sind jetzt nicht die ganzen Tinder-Leute dabei, ne? meine Tinder-Opas. Die Tinder-Opas, die wissen noch nicht mal, wie Facebook geschrieben wird. Gebt mal ein Tinder für Ältere. Gebt das mal ein bei Google. Mein erfolgreichster. Hammerhart. Ja, das war so schrecklich. Das war so ein Selbstversuch.
Drei Tage habe ich durchgehalten. Ich hatte Albträume. Da war so ein komischer älterer Herr, der mir gefallen hatte, weil er so mit Sonnenbrille auf dem Motorrad saß. Da habe ich gedacht, ach hier, wohnte in Köln. Ne? Mhm. Ich sag ja, Moment, gar nicht, was der geschrieben hat. Nein, das ist. Ja, aber wenn er in Köln ist, noch, also wenn er in Köln lebt. Was dann? Dann hat er aber einen anderen Bärtigen hinten auf dem Motorrad, oder? Was hat er dann? Was hat er noch? Achso, nein. Der war nicht schwul, der war eher so Sadist. Achso, okay. Das war so eklig. Das war so eklig, was er dann geschrieben hat. Und da habe ich dann sofort alles gelöscht. Ich wollte eigentlich schon umziehen und meinen Namen ändern. So schrecklich war das. Okay. Also da muss man dann schon so ein bisschen Erfahrungen machen und wissen, von was so Warnzeichen sind, weil er hatte gesagt, Brieffreundschaft. Also wenn jemand schreibt, sollen wir eine Brieffreundschaft? Ich dachte, ja schön, Brieffreundschaft. Das ist aber nur so ein Synonym für Sextexte schicken. Ah, okay. Ja, guck mal, dieser Sex, ich dann sagte, ja, Brieffreundschaft, super, ne? Da schickte er mir dann so einen Text und der war eben irgendwie so 50 Shades of Grey in Rocker-Art. Also furchtbar. Also, dass du so alles machst. Ja, man muss doch ausprobieren. Also, man lebt nur einmal. Wir sind ein bisschen abgeschreckt manchmal. Ne? Also, sag du jetzt was Vernünftiges. Ich. Oh. Stille. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Du musst ja diesen Cliffhanger machen. Achso, ach so, ja, klar. Also was Vernünftiges, was so, ja. Man was von hat. Was man da, ja. Die Hörer, ja. Die vielen. Die Tausenden, die auch bis zum Ende jetzt sich eben. 1:40 Geschwafel an. Ja, die Fernfahrer, die auf der Autobahn seit 1:40 mit uns. Liebe Abend Fernfahrer. Haben. Wir sind eure Tamagotchi. Liebe Fernfahrer da draußen. Wenn auch ihr nächstes Mal etwas über Blocksysteme wissen wollt. Nein, die brauchen ein gutes Mikrofon und machen Podcast dann aus ihrer Fahrerkabine. Ja, das können sie ja machen. Fernfahrer-Podcast. Wir machen eine Community auf mit lauter Fernfahrern, die mit ihrem Mikrofon dann einen eigenen Podcast-Kanal haben. Okay. Okay. Also ich mache mir jetzt wieder Gedanken, wie die das hochladen und so, weißt du? Ja, bei Twitch. Ja. Bei YouTube. Ja, kannst du mal probieren, ja, das stimmt. Also liebe Fernfahrer, was euch nicht wundert. Das ist gut. Wir machen With Me eine Reihe mit Fernfahrern. Du musst nur dieses Mikrofon raussuchen. Und die dann eben, denen man einfach zuguckt beim Autofahren. Aber ich fahre ja nur zweimal im Urlaub im Jahr, wenn es hochkommt. Du sollst denen ja auch nur ein Mikrofon empfehlen. Ach so. Dass man im Bulli oder, nee, wie heißt das so, denn? Im Bulli. Ich mache es einfach, guck mal, das ist ein Mikrofon, das rote Podcaster. Das ist super. Ja, das ist schon mal super, ja, aber für so ein, wie sagt man denn zu Lastwagen, Brummi? Zu Lastwagen, ja, Brummifahrer. Brummi ist alt, ne? Aber 50er Jahre, sagt man. Aber worauf willst du hinaus? Dass meine Fernfahrer in ihrem mit einem schönen kleinen Mikrofon am Mund eben erstmal die ganze Zeit einfach nur da sitzen mit Radio an oder Musik. Ach nee, Musik ist wieder urheberrechtlich geschützt. Naja, mit was auch immer. Und wir können denen allen stundenlang zugucken, wie die über die Autobahn fahren. Zuhören. Zuhören. Zugucken im YouTube. Ach so, ja, dann müssen sie aber auch. Live-Video. Dann brauchen sie Internetverbindung. Ich wollte gerade sagen, weißt du, wie viel Datentransfer die dafür verbrauchen, wenn die das machen? Soll ich den Tillern Juli? Sag mal, der Glühwein dürfte gar nicht trinken, ne? Ich nicht. Ich darf Glühwein trinken. Ich muss fahren. Ich darf ganz. Trinkst du gerne Glühwein manchmal? Ja. Ja, dann gebe ich dir eine Flasche mit. Nein. Das ist ausprobiert. Das ist ein Winzer. Den habe ich mitgebracht von der Mose unten. Den Winzer oder die Flaschen? Die Flasche. Der Winzer im Keller. Aber die gleiche habe ich auch vom Aldi jetzt gekauft, die Winzer. Ja. Weil ja, in der Mose, da habe ich für eine Flasche schon alleine, sagen wir mal, fast 6 bezahlt. Okay. Und im Aldi kam die Flasche, ich muss ja zulügen, ich glaube 1,9 zu 1,9. Moment, aber das war doch nicht der
gleiche, selbe Winzer, oder? Schmeckt genauso fast gleich. Echt? Ja. Okay. Das heißt, ich kann ja nicht immer noch. Ich kann, die haben sie uns mal geschickt, da waren zwei Flaschen kaputt, ist blöd. Und wenn wir mal da mal runter von Hulisse. Sonst weiß ich auch, weil mein Bekannter, ich kann dieses, wie nennt man diesen, diesen Glühwein, diesen Billy Christenwein. Und meine Schwester trank den auch mal. Den habe ich jetzt von Wien gehört, Ralf. Immer Magenschmerzen, Magenschmerzen, weil da soll irgendwas drin sein. Ich weiß nicht, und der jetzt klebt noch etwas genau noch teurer, also, aber der Winzer, ich mache mir jetzt gleich eine heiße. Du weißt schon, dass du bei uns jetzt im Podcast bist, ne? Nein, nur, dass das ist toll, nur dass du das weißt. Nein, also ich nehme keine Flasche mit, aber ich würde so ein kleines Pintchen probieren. Ich gebe dir die mit. Ja. Und du kannst ganz gemütlich, dann kannst du schon jeden Tag ein Glas aus. Schläft aber gut. Ich möchte nur mit Mama mal probieren. Du bist toll. Ja, ich mach das mal auch so meine Teller, wo ich mit dem isst oder nicht mehr, ne? Mann. Nee, ich konnte ja nicht mehr, aber das ist richtig lecker. Eva schafft ja noch nicht mal so ein kleines Gläschen Bier hier. Ich trinke immer alkoholfreies Bier. Ja, aber ihr könnt ja auch mal, ich habe doch alkoholfrei. Jetzt hast du dich verraten. Du hast alkoholfreies Bier? Ja, mach ich doch immer, hol ich dir mal. Das ist doch schon weg. Das ist doch schon weg. Nee, Radler ist alkoholfrei. Ich habe mir mitgebracht, Fliege. Malzbier habe ich noch, wenn sowas wollte. Nee, das ist wieder mit Kalorien und abends darf ich nicht mehr. Kalorien. Ja, ich trinke auch jetzt Kalorien-Glühwein. Ja, das sind Kalorien. Ja, ich bringe mir immer eine Fiege alkoholfrei mit. Fiege aus Bochum. Als Bier. Also Krummer ist zu süß. Also dieses Radler ist zu süß, ne? Ja, das ist mir wieder zu süß. Ich mag das nicht. Aber das schmeckt richtig gut. Aber es gibt es auch bei Ruhe zu kaufen, ne? Das gibt es. Ja, alle Sorten haben die doch. Bestimmt. Ja, also ich wohne ja in Witten, da gibt es das in guten... gut sortierten Getränken. In der guten Kellerbrauerei. Und bei Kaufland. Bei Schäden kommt man gerne mal zu mir. Immer nur Wasser drin, will sie auch nicht. Nee. Fanta und Cola will sie auch nicht mehr. Sag, was ist das so? Holst du mal ein paar Fläschchen alkoholfreies. Eben. Ne, und meine Schwester trinkt auch, komm hier, die trinkt lieber wieder einen Radler. Deshalb habe ich auch manchmal einen Radler. Ja, viele trinken ja lieber genau, was Süßes. Ne? Ja. Genau. Aber aber dieses Fiege alkoholfrei schmeckt wie Bier. Cool. Ja. Aber trotzdem kannst nach oben stehen, ihr kommt immer durch den Keller, musst doch nicht mal durch den Dunkel durch den Keller gehen. Ja, ich störe euch doch nicht mal, latscht ja durch eure Wohnung. Ich hab doch nicht mal das so gemacht. Nein, sie muss ja mal den geheimen Code klopfen, so, damit ich auch weiß, dass sie zur Bruderschaft gehört. Die Schelle geht, ne? Oh, Schelle? Was? Ja, so eine Klingel habe ich. Ja, für dich, aber da musst du... Und das ist auch eine Schelle. Ja, da kommst du ja nicht hin, wenn die eine Tür abgeschlossen ist. Ach, machst du es vorher nicht auf? Ich rufe immer an. Dann weißt du doch vorher Bescheid. Dann mach doch einfach. Nee, ist mir zu gefährlich. Ach, der ist es. Du bist einfach nur, du willst die Kälte nicht haben. Der Bus ist noch in der Firma. Ja, also. Da war uns gucken, wo vielleicht noch Strom wegkommt. Ja. Und der guckt nochmal im Computer. Er meint, die Batterie ist noch nicht alt, ne? Nee, ist auch noch nicht alt. Wir haben schon mal zwei Reklamationen gehabt. Es kann aber sein, dass er irgendwo Strom zieht. Jetzt muss ich morgen erstmal Janach noch kein Auto brauchen. Jetzt muss ich mein Auto nehmen. Ich habe da noch einen Kälte in Opfer. Wenn die Batterie nicht passt, dann mach einfach auch ein neues Getriebe rein, einfach kurz. Macht euch noch einen schönen. Ja, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Wir sind in den letzten Zügen. Ja, wir sind in den letzten Zügen. Das wird cool. Ja, auch. Das ist der Cliffhanger. Deine Mutter ist einfach, die ist so toll, echt so toll. Wir sitzen ja hier im Ruhrgebiet, ihr vielen Fernfahrer, die uns tausende von Fernfahrern. Aber tausende. Und das ist Ruhrpott. Also ja. Ralf wohnt eben mit seinen Eltern, mit seiner Frau, mit seinen Kindern hier in so einem richtigen Ruhrpott-Mehrgenerationen-Haus. Ja. Und vom Keller bis in die vierte Etage, alles Familie. Das ist einfach nur ein Traum, echt. Also das ist so ein Ideal, so ein Paradies. Ja, und vor allem die Kinder auch, ne? Wenn die dann zu laut sind, dann sagen wir immer, geh zur Oma. Ja. Ja, genau. Komm mal bei die Oma bei, los. Und tu mal mehr einmachen. Und die sind alle so hübsch auch noch. Also, echt. Danke. Ach, ja, ist das so. Danke. Jetzt zeige ich nochmal eben mit der Kamera deine Frau und deine Kinder. Nein, auf keinen Fall. Kann man sehen bei Defenders auf dem YouTube-Kanal. Ah. So, aber pst, ihr Fernfahrer. Defenders. Ihr Fernfahrer da draußen. Guckt nicht so viel YouTube beim Fahren. Ja, genau. Sonst baut ihr einen Unfall. Ja, also ich werde mich mit Twitch beschäftigen und dann überlegen wir mal nächstes Mal, machen ob wir nächstes Twitch mal machen Twitch? Oder ob wir was anderes machen. Entweder aber Twitch fände ich cool. Blog. Dann musst du dranbleiben, dann machst du es auch. Überleg mal, wie viele Themen wir in Richtung Social Media und Online-Marketing noch haben. Unmengen. Ja. Und ich freue mich schon, wenn wir darauf kommen, ne, dass du eben dann auch wirklich sagst, wie kann man Reichweite erhöhen und nicht immer nur, oh, Eva mit ihrem, ne, wenn man gut ist, läuft der Erfolg einem hinterher. Man muss eben auch was dafür tun. Ja. Man muss mal die Schiffe abrennen dahinter. Ne? Man muss auch mal die Schiffe abrennen dahinter.
Also, wenn ihr auch Schiffe abbrennen wollt, dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Aber meins ist schon. Ach, meins ist doch irgendwann, das ist doch schon wieder damit Josie mehr. Ich zapfe mir gleich ein neues. Wir machen jetzt Unterbrechung bis zur nächsten Woche. Ja, genau. Und Eva, die Worte, die letzten gehören wie immer dir. Bevor die. Wieso gehören die letzten? Nein, sie gehören dir. Sie gehören dir, bevor ich hier auf den großen Pause-Stopp-Button drücke. Okay. Also, mein letztes konzentrier dich, Wort. Konzentrier dich, ganz, ganz gerne. Geh in dich nochmal, kurz. Ich habe die Maus jetzt eh auf Evas Modus eingestellt. Bis ich beim Stopp-Button bin, dauert jetzt noch eine Viertelstunde. Also, meine lieben Fernfahrer, egal wo ihr jetzt seid und woran ihr gerade denkt, an die Liebste, die euch verlassen hat, weil ihr immer nur unterwegs seid, bla bla bla, denkt daran, wir müssen alle stolz auf uns sein, und wenn wir alle stolz auf uns sind, dann trauen wir uns nämlich auch in Social Media. Und dann können wir da was machen, und egal ob einer zuhört oder sieht oder nicht, ist es gut. Es ist einfach gut, was zu machen. Immer.